Es ist nach dem Urlaub und in der letzten Folge hat das Ding gesagt, wir machen Folgen aus dem Urlaub, kam nicht, wir hatten Urlaub, hole, ich hab's auf dich geschoben. Das war nicht dabei, der letzte Podcast war aus Berlin. Ja. Vorletzte Folge hat das Ding gesagt. Damit bin ich aus der Verantwortung. Das Ding ist der Podcast im Urlaub. Verantwortlich. Ich kann mich immer noch rausreden und sagen, ich war gar nicht mit im Urlaub, weil guckt mich an sich braun aus. Schon? Ja. Urlaub muss nicht immer braun sein. Kann's ja auch irgendwie in Nebraska oder so gewesen sein. Hört sich kalt an. Ich weiß nicht, ob es kalter ist. Ihr wart auf Mallorca. Wo war ich? Sehe ich aus wie jemand, der auf Mallorca war? Schon. Ja, schon nicht. Hört auf. Ja, du bist leicht rötlich. Ja, den Lachsnacken. Lachsnacken. Sommer in Deutschland, der Lachsnacken ist wieder da. Riecht ihr ihn? Nein, aber wir sehen ihn. Oh. Der knistert noch schön, da blubbert's noch. Ja, wir sind wieder voll, wir sind wieder voll recharged. Zurück aus dem Urlaub, es wurde sich erholt, es wurde fleißig getankt, es wurde wirklich viel geschlafen. Mein Schlafdurchschnitt war gute 2 Wochen jetzt Minimum 10 Stunden am Tag und angefangen mit, ich glaube, 14,5 und dann bin ich runtergegangen auf 10 bis 11 Stunden täglich mit noch Mittagsschläfchen mittendrin manchmal. Also es wurde auf jeden Fall ordentlich und sehr ausgiebig geschlafen, muss ich sagen. Also Pennen auch so wichtig einfach. Pennen wichtig. Ist Folgentitel, haben wir das schon mal geregelt. Pennen wichtig. Naja, sind die Leute auch verständnisvoll, wenn sie draufklicken. Pennen wichtig. Wie geht's euch? Gut. Top. Super, haben wir das geklärt. Suppi. Wie geht's dir denn? Ja, ist okay. Bist du müde noch? Aber tatsächlich müde, ja. Eine Woche länger hätte es getan. Hm. Also ich habe weniger geschlafen im Urlaub, als wenn ich normal schlafen gehe. Diablo, Baldur's Gate und warum noch weniger geschlafen? Nee, es ist einfach so, ich bin mittlerweile nicht mehr so Fan davon, zu spät aufzustehen. Aber im Urlaub denke ich mir, hast du morgen nichts vor, ne? Kannst mal länger wach bleiben. Deswegen ist meistens so, anstatt um 12 ins Bett zu gehen, dann so um 2 Uhr und dann trotzdem 7, 8 Uhr aufstehen. Das ist dann schon Krise. Deswegen, habt ihr feste zu Bettgehzeiten? Also so fest, wo sich so dran gehalten wird? Also ich bin eigentlich immer so, ich werde dann so immer so um 11:30 müde und dann gehe ich schon schlafen. Echt? Ja. Ja, ich werde halt auch ultra schnell müde. Aber das hat man im Urlaub gemerkt. Ich war immer die Erste, die gesagt hat, yo Leute, ich gehe schlafen. Kann nicht jeder Martin sein, der die Schlafengehzeit 4 Uhr morgens hat. Der hat Kinderenergie einfach. Ich weiß auch nicht, was das ist. Doppelchild-Kinderenergie. So bis 5 Uhr morgens saufen und dann 8 Uhr morgens aufstehen und nochmal ein Bier trinken. Ist so, das ist einfach so dieses, wir können ja jetzt was falsch sein mit dem Kind. Das glaube ich so, wenn du das so ein paar, so über ein Jahrzehnt drin hast irgendwie in dir, dann ist er irgend noch mal so ein anderer Reflex. Das hat er aber bei Rock am Ring auch schon gemacht. Der ist immer der Letzte, der schlafen geht und der Erste, der aufsteht. Vielleicht kommt das mit dem Alter. Ja. Ich glaube, das kommt mit Martin. vielleicht ist das so, vielleicht ist das wirklich so, dass man so in den 20ern, weißt du, da bist du noch jung, agil und fit, dann gehst du so auf die 30 zu, dann bist du echt so dann bist du wirklich so ein knuspriger Krüppel, der so um 14 Uhr müde ist. Und sobald ein knuspriger Krüppel. Lass mich doch ausreden. Ich bin doch kein knuspriger Krüppel. Nicht du. Ich bin der einzig 30-Jährige hier. Und das denn höchstwahrscheinlich. Keiner hat den Ausweis gesehen. Ich bin 21, laut Nina. Das war ja eine These jetzt auf die Menschheit bezogen. Ich möchte bitte ausreden. Wir sind nicht alle 40, knusprige Krüppel. Ab 40 so platzt deine knusprige Krüppelschale ab. Boom. Unerschöpfliche Energie. Nie wieder pennen. Nur noch Rückenschmerzen. Das ist der Preis dafür. Das ist der Krüppelkokon. Ja. Und der platzt ab. Vielleicht ist das auch der Jojo-Effekt, wenn man Kinder großgezogen hat. Wenn man da nie Schlaf hat und dann ist alles besser als damals. Nee, ich glaube, es liegt nicht an den Kindern, das muss am Alter liegen. Das rede ich mir jetzt zumindest ein, bis ich 40 bin und wenn es dann nicht so ist. Ich bin nicht dann bin ich traurig an meinem Geburtstag. Du bist auch nicht krüppelig. Aber du knackst schon manchmal beim Aufstehen in den Knien. Ich finde es selber lustig noch. Aber ich glaube, das wird sich bald ändern. Oh, ja, gut. Also knusprig bin ich zurückgekommen aus dem Urlaub. Bin ich jetzt schon seit einem Jahr. Fast 2. und dann würde ich mal sagen, ist es Zeit für
Smalltalk-Frage. Smalltalk-Frage. Mit Annika. Geil. So, ich habe natürlich passend zum Urlaub auch eine Urlaubs-Smalltalk-Frage mitgebracht. Und zwar Thema Mallorca. Was gefällt euch an der Insel sehr gut und was findet ihr blöd? Also jetzt nicht unbedingt spezifisch auf unseren Urlaub, sondern eher so, was euch aufgefallen ist, was ihr da nice findet. Vielleicht auch im Gegensatz zu Deutschland. Palmen? Gut. Deutsche Touristen? Meh. Meh. Boah, der musste raus. So. Ich wollte mal gucken, wann du das hörst, Timo. Einmal schön einen ins Mikrofon gekoppert. Schön Mikrofon-Ripper eingebaut. Ui. Ich kann meins ja auch gerne mal sagen, also was ich total schlimm da fand, das Autofahren. War letztes Jahr aber bei mir auch schon Thema, dass die Spanier echt krass Auto fahren da, auf so Straßen, die bei uns eine Spur sind. Das sind bei den zwei Spuren, ist schon wow, Nahtoderfahrungen. Was ich sehr gut finde, da ist, glaube ich, dass es überall Klimaanlagen gibt. Ich weiß, es ist nicht so umweltfreundlich, aber ich finde es ganz nice, dass wenn einmal zu heiß ist, dass man wohin gehen kann, wo es halt kühler ist. Das ist halt mein Kühlschrank, ne? Ja, aber es ist halt wirklich so, ich bin hier angekommen in Deutschland und mir war hier heißer als auf Mallorca, weil einfach so dieser Reset, den man dann so in einem Haus hat, wo eine schöne Klimaanlage drin ist, den hat man halt nicht und das merkt man dann irgendwie schon, vor allem nachts. Das Schlimmste ist, wenn man dann so, man denkt sich so den schönen Urlaubsmittagsschlaf und du schläfst so auf dem Sofa ein und wachst auf und hast du so diesen nassen Kragen vom T-Shirt. Ja. Boah, den hasse ich auch. Klitschkragen. Bah, Klitschkragen. Ja. Schon wieder der nächste Box-Champion, so Klitschkragen. Ja, nach dem Schlafen muss auch das T-Shirt aussehen, egal ob Schlitzkragen oder nicht. Ja, das ist schon räudig. Ich hasse Klitschkragen. Ey. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber ich weiß immer noch so müde und dann kann man Klitschkragen nicht entfernen. Sondern man muss erstmal kurz was mampfen. Ich bin halt auch richtig so sauer. Ich sitze dann so da und bin dann so. Ja, ich bin dann in dieser Situation so. Unangenehm mit dem Klebegefühl. Und dann denke ich mir so, ich will das nicht. Ich will gerade einfach nur so verschwinden, so mich auflösen. Einmal kurz nicht mehr existieren. Transcendent. Und wenn dieses T-Shirt trocken ist, kann ich gerne wiederkommen. Aber nicht mit Klitschkragen. Nicht mit Klitschkragen. Flutschfinger und Klitschkragen. Ja. Generell schwierig, wenn du schläfst oder so und an irgendeiner Stelle schwitzt, nicht nur am Kragen, ist an jeder Stelle schlimm. Oh, Kniekehle ist auch eklig. Under Boob Sweat ist auch richtig nice, die vor allem, wenn du auf der Seite pennst und nur eine irgendwie klebrig ist. Nicht okay. Aber es passiert ab und an mal an so einem heißen Sommertag, wo du dir denkst, jetzt ein Nap und dann wirst du wach. 5 Stunden später, weiß nicht welches Jahr es ist, und dann so eine klebrige Titte an der Seite. Ist nicht okay. Can't relate. Nicht, dass mir das schon mal passiert. Ich lese viel, ich mache viel, viele Studien gucke ich mir dazu an. Kurz mal nochmal ein paar TikTok-Keywords heute haben. Sideboots, Swoop. Sag mal dein Swoop. Ja, blöd. Ja, zurück zu deiner Frage. Ja. Mir gefällt an der Insel, dass ich noch nie da war und arbeiten musste. Und was ich nicht so schön finde, ist, dass es warm ist. Bisschen Kälteliebhaber. Ja, wir müssen mal nach Norwegen im Sommer. Das ist doch schön. Gerne. Oder sehr Schweden. Gerne. Norwegen gerne. Schweden ist false advertisement. Ich sag Norwegen besser. Wie ist bei dir? Was magst du an der Insel? Was magst Hat du nicht? Schon gesagt. Palmen? Ach so. Deutsche Touristen. Ah. Habe nämlich, als wir Deutsche wieder... Deutsche Touristen magst du? Hass Palmen, ne? Scheiß Palmen. Wieder nicht. Als wir wieder da waren, habe ich nämlich so ein bisschen auf den sozialen Medien gestöbert. Und da habe ich von der allseits bekannten
Seite Köln ist cool, irgendwie so ein übelst peinliches Video gesehen. Das war wirklich, wir sind so wieder gelandet und dann war da einfach bei Ob Köln ist cool so eine Versammlung von so kölschen Karnevalisten. Ich komme selber aus Köln, so ich weiß, wie cool das in der Stadt ist mit Karneval. Ja, aber so, die standen da am Ballermann, haben die sich da versammelt, alle in Kostümen, aber nicht nur so ein bisschen, hier so ein bisschen Glitzerringelschatt, volle Montur, von Kopf bis Fuß, standen die da und haben da laut über irgendwelche Boxen so kölsche Karnevalslieder und standen da und haben geschunkelt in unserem Fädel und dann waren die so, Köln auf Palma, irgendwie Karneval ist hier und eigentlich ist es ja auch Köln und dann dachte ich mir, das ist so unangenehm. Und ich kann mir gerade nichts Unangenehmeres oder Peinlicheres vorstellen als das. Ich finde das richtig schlimm. Was sollen die Leute denken, die von da kommen? Ich stell mir mal vor, wird einfach so eingenommen. Diese Insel ist einfach so eingedeutscht. Sind wir eingenommen worden von Deutschland. Jetzt aufzureden. Wie findest du Österreich? Nee, super. So. Aber ich weiß nicht, ich fand das so unangenehm. Aber es ist auch echt erstaunlich, gerade so um Palma rum, wie viele deutsche Ketten einfach auf dieser Insel sind, dass du einfach so in so einen Gewerbepark fahren kannst und es ist so Hornbach, ein Obi, ein Müller, ein Bauhaus, ein Lidl, ein Aldi, einfach nebeneinander gehst da rein, hallo, schönen guten Tag, so und denkst dir, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so ein Urlaubsziel. So, ich verstehe, das ist schon so immer irgendwie Favorite Urlaubsziel der Deutschen gewesen, Ballermann absolut sowieso nicht mein Grind, aber dann denke ich mir so, musst du Ballermann? Diese Abkultung über den Ballermann? Wie hat das angefangen? Das würde mich mal übel interessieren. Was nicht Ballermann 6 oder sowas angefangen? Ja, da hat ja diese Partykultur angefangen, aber da wurde ja trotzdem, glaube ich, schon vorher gerne Urlaub von den Allmanns gemacht. Warum Mallorca? Warum nicht Menorca? Warum nicht Ibiza? Also Menorca wegen Infrastruktur, aber Ibiza vielleicht immer ein bisschen teurer, I don't know. Aber warum Malle? Wahrscheinlich Party, nah dran und dann hat sich das irgendwie so eingedeutscht. Ja, Strand, und dann hat sich das irgendwie so eingedeutscht mit der Zeit. I don't know, aber ich finde das so furchtbar. Wer war der erste Deutsche auf Mallorca? Google mal. Schäfer Heinrich. Depp, Johnny, Depp. Okay, hä? Ja, aber Ibiza hat es ja klug gemacht und sich quasi als das teurere VIP Mallorca ausgegeben. Also so. Geben sich nicht aus, schon deutlich teurer. Ja, ja, aber und mit den ganzen hochpreisigen Clubs und sowas ist halt nicht wie Ballermann und Mallorca hat halt so da eine andere Richtung eingeschlagen. Ja, Massentourismus. Irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich nachhaltig gestört. Was denn? Dieses Video, was ich da gesehen habe. Ich weiß aber auch nicht, warum. Einfach weil ich das so fremdschämen finde. So ein bisschen. Wie findest du Hausmeister Krause? Den fand ich schon früher auch funny, als ich das geguckt habe. Aber Hausmeister Krause hat nichts mit Karneval, das ist jetzt unsere Insel, weil wir jetzt hier in voller Montur Karneval feiern. Ich bin ein bisschen da nur zu Gast, genau wie wir alle da nur zu Gast sind. Es ist niemandes Insel, außer die von den Leuten, die da wohnen. Spanien. Die Spanesier. Ja. Was übrigens mit dem Erdkern verbunden ist. Spanien? Nee, Mallorca, die schwimmt nicht, die ist fest im Boden. Das war eine Fragestellung, der wir uns mal gewidmet haben. Das war ein Schwimmen. Sorry, wenn ich da jetzt unterbreche, aber ich dachte immer, alle Inseln sind verankert im Boden. Es gibt tatsächlich auch schwimmende Inseln, aber das ist meistens eher auf großen Seen, wenn da eine Insel ist, dass die schwimmen, aber halt fest sind an irgendeiner Stelle, also nicht mit dem Boden. Aber wenn eine Insel irgendwo im Meer ist, dann ist sie meistens fest. Es gibt wohl auch Ausnahmen. Was aber gar keinen Sinn macht und das, wenn man näher drüber nachdenkt, finde ich, es macht viel mehr Sinn zu sagen, nee, klar, die Insel schwimmt, die kann gar nicht fest sein, weil ganz früher war ja alles eins, Plattentektonik, boom, boom, Sachen haben sich verschoben, boom, Sachen sind abgebrochen, zack, eine Insel. So ist es ja, so ist es ja gelaufen eigentlich, so sind ja Inseln entstanden, die waren ja nicht einfach da, am Anfang war ja alles eins, so, und dann macht ja eigentlich Sinn, dass die Insel schwimmen muss, aber du hast dann auch gesagt, wenn die schwimmt, warum bleibt die dann immer auf der gleichen Stelle? Ja, weil ich meinte so, es gibt doch so Wellen. So, dann hat Ina einfach so gesagt, ja, kommen wir von allen Seiten Wellen. Und dann bleibt die halt genau da in der Mitte. Ja, und dann habe ich gesagt, aber guck mal, wenn das jetzt irgendwie so crazy ass runtergehen würde, habe ich gesagt, wie macht Strand dann Sinn? Du gehst ja nicht einfach so ins Wasser und fällst dann so ins Bodenlose oder könntest direkt nach unten tauchen zum Meeresboden. Du hast ja was Langsames, was so abgeht ins Meer und was so von jeder Seite dann immer
direkt so langsam nochmal anfängt und dann runtergeht. Da habe ich gesagt, das muss doch dann fest sein. Ja, geht, aber es geht ja dann auch irgendwann runter. Aber alles ist ja riesig und die Insel ist ja quasi nur die Spitze vom Berg, der abgebrochen ist. Weißt du, wie ich meine? Hm. Aber dann macht es ja mehr Sinn, dass die Insel verankert ist. Ist nicht alles eine Insel eigentlich? Macht es überhaupt Sinn, über so feste Länder zu reden? Ist so alles eine Insel? Ich glaube, ab einer bestimmten Größe ist es eine Insel. Wenn es wirklich was ist, was doll abgebrochen ist und dann weggefloatet ist und scheinbar wieder mit der Erde verwachsen ist. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wie das am Erdkern gebröckelt sein soll. Und alles sich dann einfach so weggespaltet hat. Das macht keinen Sinn, das verstehe ich. Warum immer Erdkern? Du bist doch voll weit weg. Das war doch die Frage. Nee, das du hast gesagt, es ist bis in den Erdkern verwachsen. Nein, das ist doch einfach doch, und dann haben wir gegoogelt. Also schwimmt alles quasi um den Erdkern rum. Hä? Alles schwimmt quasi um den Erdkern rum, wenn der Erdkern flüssig ist. Ja, alles ist eigentlich flüssig. Aber ich denke mir dann so, wenn so eine Insel schwimmt, ist dann nicht irgendwann, wenn so das, was so nach unten auch noch fest ist, wenn auf einmal so ein Graben kommt, kann er nicht einmal so wupp, so die Insel so eins absinken und dann auf einmal. Hä? Ja, nee, so ist doch Venedig entstanden. Hä? Ist die Insel leicht? Ich raff hier gar nichts mehr. Venedig ist entstanden wegen einem Hubbel? Yep. Ach man, Alter. Kennt ihr nicht den großen Hubbel von Italien? Ach nee, den Unterhubbel? Ja. Ich hatte voll Angst, dass wenn dann irgendwie man zu viele Häuser auf der Insel baut, dass es einfach zu schwer ist und dann geht die unter wie die Titanic. Ja, oder wie? Du bist zu lang drauf und dann ist wie AIDA, du bist auf einmal Ägypten und so und denkst dir, hey, ich wollte Mallorca, was soll die Scheiße? Landen auch übel anstrengend. Ja. Ah. Hinflug, ja. 2 Stunden Rückflug, 8 Stunden Dienst. Ja, wir wollten landen, aber Insel ist heute weg, müssen wir wohl nächste Woche nochmal, ich will jetzt drehen, ich setze sie mal hier auf dem Festland ab. Ägypten wieder, naja. Sprit einfach alle, weil die Insel ist schneller als das Flugzeug. Scheiße, Mann. Scheiße, wir müssen Zahn zulegen. Ja. Oh mein Gott, das ist dann wie, als wenn du von so einem fahrenden Skateboard auf so ein anderes fahrendes Skateboard springen willst. Jetzt. Heute treiben die Inseln richtig, der Flug ist nur 20 Minuten anstatt 40. Die kommt mir entgegen. Oh mein Gott, man könnte niemals Wetter predikten. Nee. Stell dir mal vor, du bist einfach eine Insel, die einfach scheiße gelegen ist auf dieser Weltkugel. Ich stell mir mal vor, ich wäre eine Insel, warte. Stell dir vor, du bist eine Insel, die einfach scheiße gelegen ist auf diesem ganzen Erdball und dann bist du einfach so und floatest so zwischen 3 oder 4 Zeitzonen. Wie nervig ist das, wenn du dich mit deinen Freunden dann verabreden willst, die auch auf der Insel wohnen? Welche Freunde haben Inseln? Also du bist die Insel und auf dir drauf leben Leute, kleine Leute. Ja, aber wer sind meine Freunde? Kinder. Schulfreunde. Insel? Kinderfreunde. Es wird immer schlimmer. Du verstehst das nicht. Wo kommt Venedig her? Ich verstehe von nicht. Von dem Blub denn das denn? Was für ein Blub? Och Mann, was hat Captain Iglo mit irgendwas zu tun? Der ist alles schuld. Okay, also wir merken, es sind große Fragen. Nee. Doch klar, Mann. Warum das ist sind übelst Kinder wichtig. Mit Inseln befreundet? Bist du als Kind mit Inseln befreundet gewesen? Wenn ja, welche Inseln? Die Frage ist, die Insel du mit nicht. Den zwei Bergen. Und wenn nicht, das ist ganz schön peinlich. Mönchengladbach hat den Müllberg. Das ist mein Freund. Das war mein Freund. Du bist aus Müll gemacht. Du bist wie ich. Komisch. Nee, wir haben herausgefunden, Köln ist ja auch eine Insel, weil Köln ist ja jetzt auf Palma. Und da kommen ja die unangenehmen Leute hin. Full Circle Moment. Wir können mit der nächsten Frage weitermachen. Es verwirrt mich den Kopf. Ach so, ja, was ich mag und was ich nicht mag. Was ich natürlich mag, ist, mich derbe volllaufen zu lassen in Palma und Frauen hinterher zu rufen, dass sie mir ihre Vagina zeigen sollen. Und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, tatsächlich so die Kathedrale, weil ich finde, die ist maßlos überbewertet und da war ich immer noch nicht drin. Ja. Yep. Okay. Kommen wir zurück zu Kindern. Oh nee, oh, Mann, oh. Das ist nicht ein guter Übergang. Sorry. Okay, als ihr noch ein Kind wart, gab es da einen Serien- oder Filmcharakter, der ihr sein wolltet? Als ihr wolltet, wie diese Person sein oder deren Leben führen? Ich wollte eine Insel sein. Takatuka Ultra bist du. Takatuka Ultra. Also ich kann gern anfangen. Ich war ein Hannah Montana Ultra und ich wollte sie sein, also Miley Cyrus und Hannah Montana in einem. Ich wollte das Leben, ich wollte die Freunde, ich wollte in Malibu leben, in diesem Beachhaus. Das war mein Traum. Nie eine Flung. Scheiße. Ich wollte Hermine sein immer. Das war mein Goal damals. Die fand ich so enorm cool. Hermione? Mhm. Ja. Man war ja so ab der ersten Klasse, also. Ja. Ja.
Du? Keine Ahnung. Scooby-Doo wolltest du sein. Nee, das habe ich nie geguckt. Aber du hast nie Hannah Montana geguckt? Keine Folge. Was? Nicht den Film? Keine. Ich bin älter als ihr. Das sind diese paar Jährchen Unterschied. Da gab es jedes Jahr eine Fokusserie, in die du reingecatcht wurdest und ich war das nicht. Bei mir war es noch Zoe 101. Wollte ich auch sein. Bitte? Ja. Du wolltest nicht SpongeBob sein? Zoe 101 war die Serie. Habe ich auch nie gesehen. Keine einzige Folge. Auch nicht Zack und Cody oder die anderen. Nee, das war schon mehr so Gerrits Altersklasse irgendwie, Zack und Cody. Hä? Ich bin ein Jahr älter als du und habe das geguckt. Wie ist das passiert? Weil man darf mich da, glaube ich, auch nicht so mit reinnehmen, weil ich war eins dieser Bonzenkinder, was Disney Channel hatte. Boah. Und Fox Kids. Krass. Deswegen habe ich immer die ganzen geilen Sachen gucken können. Und du wählst jetzt republikanisch, weil die haben früh educated. Ja. Ich überlege gerade, was es da so für Serien gab, die es sonst nicht gab, aber ich war nie so ultra dann von irgendwas. Mm. Ich fand Disneys große Pause immer richtig geil. Boah, das war auch geil. Aber ich wüsste jetzt nicht, mit welchem Charakter ich mich da super identifizieren würde. Tyler. TJ Detweiler meinst du? TJ meine ich, Tyler. Ja, oder King Bob. Kurz vom Tyler Detlef Detweiler. Miss Finster. Detlef? Randall. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe im Podcast, aber ich habe so ein Flashback, dass wir schon mal über Disneys große Pause geredet haben. Mhm. Und mich stört es heute immer noch. Mit den Fingern von Miss Finster. Ja, ja, haben wir schon mal im Podcast drüber geredet. Ja, dass sie am Ende die Tür so zuknallt und dann die Finger außen hat. Dann denke ich mir immer so, Alter, das tut doch übertrieben weh. Die lässt ja los in der letzten Sekunde. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Ja. Willkommen bei Folge 1 von Studio Waffel. Ja, es ist wirklich ein Problem. Okay. Da gab es noch mal irgendwann solche AI-Bilder, wie die jetzt in alt aussehen würden, ne? Die sind gezeichnet. Das will ich nicht sehen. Ja. Das macht nur mein Kindheit kaputt. Nee, die sahen gut aus. Da sind doch alle so auf diese, wie heißt die, Gretchen? Ja, sind auch alle so drauf abgegangen, weil die gesagt haben, würde, 10 von 10 ich würde. Ich habe auch früher Crush auf Gretchen gehabt. Echt? Ja. Voll. Die mit den Hasenzähnen? Ja. Die mit dem langen... Und geheimer Crush war immer Spinelli, aber ich wusste, ich kann nicht landen. Das war so Aber Gretchen war doch einfach nur Hey Arnold so ein bisschen umgedreht, oder? Hey Arnold gerade, ja. Stimmt, er hatte den Footballkopf gerade. Henriette, goldene Kette. Und die komische Rugrats-Serie, die war sehr. Oh, die war gruselig. Ja, die war super gruselig. Ja. Orgi und die Kakerlaken. Orgi und die Kakerlaken. Das war Orgi und die Kat-Dog. Cat-Dog ist auch so eine Cursed-Serie. Ja, das sind alles so Fieber. Ich weiß noch immer, ich habe irgendwann mal so ein was war das, Cartoon Network-Marathon gesehen, als ich Fieber hatte, so diese Folgen. Und ich glaube, Orgi und die Kakerlaken haben mich zum Kotzen gebracht, weil ich das so schlimm fand. Das war so schlimm. Es war wirklich ein Fiebertraum. Ich lag da, und es hat einfach nicht aufgehört, dieser Fernseher. Und die hatten keine Werbung damals da bei diesem Cartoon Network-Scheiß. Und ich bin so ausgerastet und ich hatte gar keine Ahnung mehr, was abging. Und bin dann immer so aufgewacht, habe so geschwitzt, hatte mehr als Schwitznacken, noch als Schwitzkörper und war dann immer so, oh. Und dann war auf einmal Cat Dog so, wow, ich bin krass. Ich bin holen. Oh nein, wir können nicht nach da laufen. Oh nein, sind am Arsch zusammengewachsen. Ja, genau, sind am Arsch zusammengewachsen. Keiner weiß, wer von denen das Arschloch ist. So, das hat, weißt du, dann auch immer so wilde Fiebertraum-Halbwach-Theorien. So, oh, kackt die Katze jetzt aus dem Ohr. Und dann bin ich wieder so eingeschlafen, war so angeekelt. Und dann irgendwann bin ich aufgewacht, irgendwie Kakerlaken. Und da war irgendwas super widerlich und habe ich einfach gekotzt. Pinky und der Brain gab es auch noch, ne? Pinky und Brain. War strong. Zwei Ratten, die waren auch geil. Ich wollte Lucky Luke sein, um die Frage zu beantworten. Cool. Ich bin ein großer Lucky Luke-Fan gewesen. Fand ich immer cool. Habe ich jetzt nochmal probiert zu gucken bei Disney Channel. Die haben die Lucky Luke-Folgen, wo man so Kinderserien nochmal anfängt, chronologisch zu gucken. Hm. Nicht mehr mein Grind, muss ich sagen. Nicht mehr mein Grind. Ich habe Zoe 101 auch nochmal geguckt und fand es auch dann nur noch nervig irgendwie. Also so, ich verstehe, warum ich es als Kind gut fand, aber naja. Irgendwie catcht einen das als Kind, ich weiß noch nicht. Naja. Das Einzige, was man sich noch angucken kann, ist SpongeBob. Das ist auch als Erwachsener noch lustig. Das ist immer lustig. Ja. Okay. Also das und du hast einfach niemanden. Waren die obsessed mit irgendwem? Ninja Turtles? Du auch kein Buchcharakter so oder so? Oder Comic oder Buch? Danny Phantom? Nee. Das ist, glaube ich, ist das nach meiner Zeit, Danny Phantom? Ich glaube, ja. Das kenne ich nicht mal. Fillmore, der hat auch eine Glatze. Fillmore, ja. Auch schon als Kind. Boah, der Detektiv, ne? Mhm. Ja.
Der mit der coolen Freundin. Nee, das fand ich immer scheiße. So Angela Anaconda. Boah, das, oh mein Gott, das Angela ist Anaconda, das ist auch aber auch so geil. Angela Anaconda, geil. Ey, das ist schon ein schwieriger Name auch für eine Kinderserie. Ey. Schwierig. Timmy Turner. Ich heiße Angela, hallihallo. Ging das so? Echt? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Jingle. Ich muss noch mal kurz rein. Ich habe es gefühlt früher. Das hat Tim so oft geguckt, ich musste das so und oft haben mitkommen. Die immer gesagt, ja, leider auch die Nini-Kuh. Was? Stimmt. Boah, sieht das schlimm aus. Oh mein Gott, das ist gar nicht wirklich grauenvoll. Ja, es ist so cursed. Ich heiße Angela, hallihallo. Ich lade dich ein zu meiner Show. Das ist ja schrecklich. Leider auch die Nini-Kuh. Hä? Ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Oh, wow. Oh, das ist so cursed. Oh mein die Gott, sieht das schon aus. Diese alte Lehrerin, die so ganz furchtbar aussah, yeah, weil die immer diese Fotogesichter hatten. Ja, ja. Boah, lol. Ja. Fun Fact dazu, ich habe das wirklich gern geguckt, früher als Kind. Same, ich habe das auch immer beim Durchsetzen bin ich da hängen geblieben. Ich habe auf jeden Fall geschaut. Meine Eltern haben auch immer erlaubt, dass ich gucke. Und dann hatten wir so eine, ich glaube, es war Gerrits Patentante oder irgendeine Freundin von meiner Mutter oder so, I don't know. Die hat dann ab und an mal so Baby gesittet, wenn irgendwas war. Und Gerrit, doch, der hat schon existiert. Der war nur wirklich sehr klein und ich war so 6 oder 7. Und dann durfte ich das immer noch gucken, bevor man dann ins Bett geht. Und die haben sich halt immer beleidigt bei Angela Anaconda und haben immer gegenseitig gesagt, du Pissnelke. Das war immer so, weißt du, so das Schimpfwort in dieser Serie. Und die Troller, die halt auf uns aufgepasst hat, die hat so Schnappatmung gekriegt deswegen. Dann hat die mir so die Fernbedienung abgenommen und den Fernseher ausgemacht und gesagt, es geht jetzt ins Bett, ich kann mir, Gesundheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Eltern das erlauben. Ich weiß noch, ich habe den übelsten Streit mit der angefangen, wo ich gesagt habe, doch, ich darf das gucken, ich gucke das immer. Und hat die gesagt, nein, nicht, wenn da so Worte drin sind. Wir haben uns richtig gefetzt. Und dann hast du auch Pissnäke nie wieder aufgepasst. Ja, die ist nie wiedergekommen danach. Die Pissnäke. Ja, wirklich aber. Mit Schwitznacken verpasst gekriegt. Ja. So. Ja. Letzte Frage. Was muss bei euch beim Einkaufen immer mit? Hummus. Das geht schnell. Ja. Pinienkerne. Eine Einkaufstüte. Mein Auto. Ich überlege gerade. Nussecken. Echt? Ja. Immer? Ja. Immer. Nach jedem Frühstück Nussecke. Finde ich gut. Ha. Verständnisfrage. Du meintest aber schon mit vom Einkaufen nach Hause, nicht mit in den Einkaufsladen rein. Ja, genau. Okay. Vom Einkaufen nach Hause. Ach, ansonsten wäre es natürlich meine Walter PPK, die ich immer Gürtel habe. Schwierig. Naja, ist nicht Amerika. Sorry. Sorry. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ein Schmovie. Schmusi. Hm. Aber wenn ich am Schmovie vorbeigehe, dann packe ich einen ein. Da habe ich eine feste Regel bei Smoothies, ne? Die müssen immer türkis sein, ansonsten trinke ich nicht. Die müssen was sein? Türkis. Mit Spirulina drin? Ja, mit Spirulina drin. Eine feste Smoothie. Gibt's aber gar nicht so viele, oder? Ja, nur von den von der einen Marke, die, glaube ich, nicht so, also die, ja. Frage. Hm? Baut man den Farbstoff ab oder scheißt du blau? Nee, also es ist nicht so wie Aktivkohle. Hier kann ich berichten, Aktivkohle, nach wie vor Aktivkohle-Eis, ungefähr eine Woche. Wir können ja ein Experiment machen mit Mengen. Ich glaube, wir haben da hinten noch so ein ganzes Glas von. Ja, nimm doch du mal diesmal. Ich will nicht immer meine Kackefarbe hier durchgeben. Nee, du hast was? Ich habe einen Joghurt damit gegessen. Und? War geschmacksneutral. Ja, ist tatsächlich geschmacksneutral. Ja. Angeblich sehr gesund. Blau halt, ne? Bis höchstwahrscheinlich wieder in einem halben Jahr und dann ist wieder so ultra. Eine gemahlene Alge, glaube ich, ne? Spirulina. Ja, ist doch immer so. Ja, wenn du irgendwas Neues machst, so leicht radioaktiv so diese Pille nehmen und dann wieder alle so, ui, nee, wie haben wir das nicht kommen sehen? Oh mein Gott, welches Spielzeug war das in eurer Kindheit, was dann verboten wurde, weil es krebserregend war? Ich habe das Gefühl, so, wir waren alle ungefähr alle zeitgleich. Aufgewachsen? Hä? Und meine Eltern? Glühende Zinnsoldaten, was ist das? Aber aus Blei wir waren ungefähr Zinnsoldaten. Mein Gott, wir sind ungefähr alle eine Altersgruppe. Das sind ein paar Schwankungen. Aber ich habe das Gefühl, so als ich in der Grundschule war Schwankungen sind da. Und noch in der 5., 6., 7. Klasse so, also wirklich so Kind, da gab es immer ein Spielzeug und das ist immer rausgekommen und das war so geil und dann ist es wieder verboten worden, weil es krebserregend war. Ich glaube, bei mir war es Knete einfach nur.
Knete mal Play-Doh gefressen, ey. Ich habe so Knete reingeballert, ey, teilweise. Ich habe die aber auch gegessen, aber nur, weil wir die selber gemacht haben. Naja, wir haben die nicht selber gemacht. Die ja, erst nachdem du durch die Spaghetti-Maschine gegangen hast. Mhm. Oh. Schön mit Bolognese. Aber habt ihr einzeln? Ja, also ich weiß nicht, ob das irgendwann verboten wurde, aber es ist auf einmal verschwunden, dieses Scooby-Doo-Bändchen. Das hätte ich auch gesagt. Die man so gewickelt hat. Ja. Und ich weiß noch, dass ich einmal krank war und mir dann so einen Tee gemacht habe. Und ich dachte so, boah, gar keinen Bock, den Tee jetzt einfach normal zu trinken. Und dann habe ich im Liegen so ein Scooby-Doo-Band, das war halt noch so übel lang, dann so getrunken? In den Tee und dann halt so als Langstrohhalm benutzt. Und dann kam irgendwann meine Mutter rein und meinte so, ich glaube, du hast jetzt Krebs. Oh. Ja, mein erster Take, scheiße. Cool. Mein erster Take wären nämlich auch die Scooby-Doo-Bänder gewesen, aber erinnert ihr euch noch an die Wasser-Jojos? Das waren so, die waren aus so einem flöbbeligen Gummizeug und die hatten so, du konntest deinen Finger in so eine Lasche stecken und dann sah das aus wie ein kleiner Morgenstern, aber aus so flöbbeligem Zeug und da war so Glitzerwasser drin und so und die konnte man so titschen und so kneten und so squishen und irgendwann, jeder hatte eins, ich hatte zwei, eins ist kaputt gegangen schon in der Zeit, aber und irgendwann ist es abgenommen worden und es ist krebserregend. Das war mein liebstes Spielzeug. Du hast einfach nur deine Eltern so krass damit genervt, dass sie einfach gesagt haben, ne, ist krebserregend. Das war bei den Scooby-Doo-Bändern aber das Gleiche. Mit PlayStation auch nur bei mir weg, krebserregend. Okay. Ich hatte eine original Xbox und da musste ich irgendwann das Netzteil tauschen, habe das einfach nicht gemacht, weil ich noch ein Kind war und ich hatte keinen E-Mail-Account. Und das war die erste E-Mail, die so da rausging, dass sie gesagt haben, bei der Standard-Xbox verbrennt, die kann sich so spontan selbst entzünden. Und irgendwann haben wir mal Jahre später irgendwie die Mail von, habe ich von meiner Mutter weitergeleitet gekriegt und meine Mama, das ist 6 Jahre her. Ich habe da immer alleine zu Hause mit der Xbox gespielt. Die hätte abbrennen können. Oh Mann, scheiße. Ja, die habe ich noch heute. Hast du ein neues Netzteil? Nein, ich kann es ja nicht mehr bestellen, war ja schon Jahre her. Ja, ich probiere es, glaube ich, nicht nochmal anzumachen. Aber ich habe es noch original, also nicht original verpackt, aber in so einem Koffer. Diese Furzschleime sind auch irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Ich sage auch immer, Schleim ist zu attraktiv, um das nochmal zu essen. Immer wenn man so ein Kind ist, dann ist man so, oh, spannende Konsistenz. Ja, generell Schleim war, glaube ich, immer Thema. Deswegen haben irgendwann alle Leute angefangen, so selber Schleim zu machen. Also ich muss sagen, alles, was dann so weiches Plastik und sowas ist, man sagt ja, die Haut nimmt immer so Partikel auf. Und wir waren ja in Mallorca wieder am Alihop und ich habe mein Inventory erweitert von Fidgets. Ich habe jetzt so einen Ball, den man so, wo man diese kleinen Böpse eindrücken kann und dann drückt man auf den Ball und dann kommen die alle wieder raus. Darf ich das mal sehen? Weil ich kenne das noch nicht. Das habe ich zu Hause. Ich bringe das morgen mal mit. Okay, gut. Auf jeden Fall, das ist wirklich was, was ich richtig viel benutze. Weil du kannst es halt einhändig benutzen und dann kann ich mit der anderen Hand noch weiterarbeiten. Ist ja zu Hause, ist ja gar kein Problem. Homeoffice. aber da denke ich mir auch so, das ist halt so, steht so fett drauf, wie Martin sagen würde, made in quality, made in China. Und dann denke ich auch so, das kann doch eigentlich nicht gesund sein. Und ich erwische mich dabei, wie ich das mehrere Stunden einfach so in der Hand habe und mir dann so denke, so kurz an der Hand geschnüffelt und dann so, meine Mama kommt gleich rein und sagt, dass ich Krebs habe. Plastikbabys gibt es auch schon, oder? Weil die Rückstände so extrem sind inzwischen in unseren Körpern, dass bei ganz vielen Kindern so nachgewiesen wurde, dass ein gewisser Prozentteil der DNA im Wachstum irgendwie schon aus tatsächlich Mikroplastik besteht. Also ja, das sind tatsächlich Plastikbabys, werden die genannt. Gruselig. Einfach so Cyborgs, aber Plastik. Aus Plastik. Aber es war so ein absurd einfach, ne? Irgendwann war einfach alles boom aus Plastik. Ja, ich glaube auch eher so, weißt du, so diese damals war so Rauchen richtig crazy in, ne? Und jetzt, wenn du so zu deinem Opa gehst und der hat dann einfach so sich 4000 Kilowatt Tabak reingeschraubt als Turbozylinder auf der Straße und alle waren so, das ist so wie ein Apfel, lecker Tabak. Und heute sitzt du da und denkst dir so, ja okay, hätte man besser wissen können. Hm. Ich glaube, das, was unsere Kinder zu uns sagen werden, ist dieses so, Digga, wie kann man denn alles in Plastik eingepackt gefressen haben? Ich dachte, das sind immer irgendwelche anderen Sachen, aber ich glaube, wir sind so diese, ja, Mama, ich bestehe halt aus 6% aus Plastik. Mein linker Knöchel ist einfach, der knarzt so unangenehm wie ein Bueno, wenn ich so laufe. Hatte das nicht irgendwas mal, also
Vielleicht weiß es einer von euch, irgendwas mit diesem Börsencrash mal irgendwann damals zu tun. Ja, ganz dann haben wir alle Plastik gegessen. Ja, war alles irgendwie mehr aus Holz und dann, weil Plastik halt günstiger herstellbar war. Es ist so, die Generation von unseren Eltern waren dann die, wo so dann Plastik irgendwann angefangen hat. Und als wir Kinder waren, es war ja alles aus Plastik. Alles von, hier, nicht Play-Doh, wie hieß diese, Fisher-Price war alles aus Plastik. Also alles war ja nur noch aus Plastik. Ich habe wenig Holzspielsachen gehabt und viel Plastik. Ja, allein Barbie, Polly Pocket, alles Hot Wheels. Ja. Star Wars ist auch Plastik. Also ich hatte auch Bauklötze, so aber das war's dann. Star Wars Sachen, ne? Lego ist ja auch Bauklötze aus Plastik. Ist alles Plastik. Kunststoff. Polyethylen. Und da denke ich mir so, wir müssten doch eigentlich so Plastikblut an unseren Händen kleben haben. Ich weiß ja nicht, wie schnell das geht, aber ich meine, wenn jetzt schon die Ersten das irgendwie in der DNA nachgewiesen haben. Aber Mikroplastik weiß ich halt nicht, ob das davon kommt oder so von so Shampoo und sowas, da ist ja manchmal Mikroplastik mit drin. Ich glaube sogar relativ oft. Dann kommt das ins Wasser, kann nicht gefiltert werden und dann trinkt man das. Ich glaube, da kommt das dann eher her. Auch so dieses Wäscheparfüm habe ich voll oft gehört, dass da Mikroplastik extrem. Genau, und durch Fisch. Das kommt dann auch ins Meer. Fische essen das. Wir essen Fische. Ja. Auch in Sonnenmilch habe ich mal gehört, soll sehr viel Mikroplastik drin sein. Das ist crazy. Wir sind einfach irgendwann alle so Bionicles. Ich finde es jetzt nicht scheiße. Die auch aus Plastik sind. Stell dir mal vor, du kannst irgendwann so Not-OPs durchführen mit so Plastikorganen. Plastische Chirurgie. Ich glaube, das Chirurgie wird nicht mehr passieren. Oh mein Gott. Boah, funny, aber. Kannst du nur Süß mit Düs nochmal ein anderes Level. Ey, Opa Süß mit Düs verteilt wieder ein paar Bueno-Plastik-Wraps. Hier, neue Ohren. Das eigentliche Bueno ist dann das Plastik und die Bueno, was jetzt Bueno ist, ist nur die Hülle davon. Okay. Wenn ich meinen Arm austauschen würde, der hätte auch diese Fidget-Bobbles, dass ich die immer so eindrücken kann. Wow. Dann machst du eine Faust und dann kommt es wieder raus. Au. Au. Okay. Das wäre deine One-Piece-Teufelsfrucht. Du könntest nur poppen. Wer ist das? Captain Pop. Über jedem Schritt. Oh, unangenehm. Schleich dich an. gut. Das war's mit... Timo, wo sind die Jingle? Geil. Wo sind die Jingle, Timo? Ich habe nie auf Auftrag. Auftrag, wo ist der Jingle für die Einspieler, Timo? Julian kann Beats bauen, du kannst hier auch einrappen. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Es ist 17 Uhr gleich. Hm. Smalltalk-Fragen eine Stunde, ganz solide. Finde ich gut. Aber wir machen jetzt die anderen Themen im Schnelldurchlauf. Wir waren im Urlaub, wie war's? Schön. Top. Die Kamera ist ausgegangen. Hier ist sie noch an. Ich sehe mich noch. Jetzt sehe ich mich nicht mehr. Du hast die Kamera ausgemacht. Oh, können wir uns das nochmal einfach. Oh, wir gucken jetzt selber gerade, während die Audioaufnahme weiterläuft. Ist gar kein Problem. Ihr seht es einfach weiterhin. Die Leute, die es zusammenschneiden müssen, werden Timo wieder verteufeln, um den richtigen Startpunkt zu finden. Oh Gott. Oh Gott. So, da haben wir synchronisiert einfach mit. Wir setzen nicht ab. Wir setzen nicht ab. Also Urlaub war? Toll. Schön. Tat? Super, gut. Ach so, super gut, Tat, ach so, haben wir das geklärt. Dann, wichtige Themen, kurz für zwischendurch. Es wurde natürlich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen gewerkelt und gebastelt und für euch alle da draußen an den Hörern und Screens am 7.10.2023 geht es endlich los. Der Fivi-Launch. Die eigene Kochmarke, die hier in-house entwickelt wurde von einem grazilen Team aus Isa, die gerade hier vorbeiläuft. Hallo Isa. Let's go Isa. Hallo. Gerrit. Hi. Hallo. Tim. Hallo. Hallo. Martin. Hallo. Und ich ein bisschen. haben gewerkelt seit Januar tatsächlich bis Oktober, um mehrere Produkte auf den Markt zu bringen. Ich sehe sie von hier gerade schon. Die anderen haben jetzt auch das erste Mal alle Produkte im Sortiment, die wir auf den Markt bringen werden, gesehen. Es ist so ziemlich alles dabei, was das Herz begehrt. Ihr könnt auf fivi.gg einfach schon... Da wird schon gegähnt jetzt. Also das ist ja wirklich die Euphorie, die mit der Marke jetzt hier beide gleichzeitig auch. Könnt ihr euch schon mal umgucken und zum Newsletter anmelden. Da gibt es vielleicht spannende Angebote für euch in der Zukunft. 7.10. geht es dann richtig los. Launch ist heute verabschiedet worden. Ich kommuniziere es einfach, obwohl wir es nicht finalisiert haben. 16 Uhr. Da kommt nämlich noch ein Video auf dem YouTube-Kanal.
Und wow, dann geht's los. Also haltet eure Portemonnaies bereit und gebt kein Geld aus. Denn das wäre blöd, weil dann haben wir weniger und wir haben uns wirklich doll Mühe gegeben. Bretter. Aus Deutschland. Aus Holland. Nichts spoilern. Produkte aus Portugal. Portugal. Wirklich Portugal. Warum guckst du mich dabei immer? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht kennst du jemanden, der, naja, steht zumindest auf den Umverpackungen, die im Lager angekommen sind. So, dann, Produkte aus Solingen. Und Produkte aus Made in Quality. So, also, es. Krasse Scheiße. Nee, ist wirklich gut alles. Also, dann zu den wichtigen Themen dieser Woche, die uns jetzt am Anfang der Woche, wenn wir alle wieder da sind, beschäftigt haben. Dustin, du hast einen Stalker. Ich habe einen Stalker. Es gibt Updates zu meiner Autogeschichte. Ihr alle habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Und ich muss es aber natürlich auch mit unseren Podcast-Hörern noch teilen. Es gab vor ungefähr einem Jahr, habe ich ein Auto schon bekommen und habe ich auch im Podcast erzählt. Ganz kleine Parklücke, riesiges Auto, ein Smart, bin ich hängen geblieben, schöner Lackschaden und 2 Monate gerade das Auto gehabt. Dann, das hatte ich auch noch nicht erzählt im Podcast, gab es ja Firmenwagen hier und alle hatten ihre Firmenwägen vor mir, weil ich ein Elektroauto bekommen habe und dementsprechend waren die Autos oder das eine Auto, was noch in der Firma war, bis 1 Monat später noch frei und die letzten 2 Wochen durfte ich das fahren und habe es bei mir an der Straße abgestellt und während es 2 Wochen geparkt hatte, weil ich da glaube ich auch einfach frei hatte, ist jemand in die Parklücke davor gefahren und anscheinend dran hängen geblieben. Und hat einen schönen Kratzer da reingefahren. Und das war auch ungefähr ja so eine Woche, nachdem ich das dann benutzt habe, dachte ich auch so, okay, geil, nichts, irgendwie keine Notiz hinterlassen und sowas. War dann aber in dem Fall jetzt nicht so schlimm. Das war ja dieses spezielle Leasingprogramm von Mercedes. Und VIP-Leasing, das alte, ja. Ja, und denen war anscheinend egal, was mit den Autos passiert. Nee, bis zu einem bestimmten Kostenpunkt. Und das war nicht so ein schlimmer Schaden, dass da irgendwie was dran gewesen wäre. Okay. Nicht, dass du noch was bezahlen musstest und ich weiß das. Nein, musste ich nicht. Okay. Ist ja Mercedes. Mercedes. Ja. Ja, und dann habe ich aber jetzt auch vor kurzem, ungefähr vor 2 Monaten mal wieder, dann den Firmenwagen hier bekommen, den ich jetzt auch fahre und ich muss sagen, ich liebe dieses Auto wirklich. Also das ist, glaube ich, mein absolutes Traumauto. Das hätte ich nicht gedacht im Vorfeld und ich bin immer super vorsichtig und jedes Mal, bevor ich einsteige, laufe ich immer einmal um das Auto rum, weil der eine Parkplatz, wo ich sonst immer stand, der hatte relativ enge Parktaschen und dann dachte ich so, boah, bevor da was passiert, stelle ich den Wagen lieber woanders ab. Weil Parktasche, das ist so ein leckeres Wort, aber ja. Ja. Also es ist halt wirklich so. Mein Vater war da und meinte auch so, was sind denn das für Kinderparkplätze? Weil ich glaube, der wurde erbaut, bevor es SUVs gab. Und da passen halt 2 normale Autos gerade so nebeneinander. Und gefühlt, der Parkplatz ist immer nur halb gefüllt, aber trotzdem voll gefüllt, weil alle Autos in 2 Parktaschen hast du lecker einfach nur, ja. stehen. Und deswegen habe ich mein Auto jetzt immer auf bei mir an der Straße geparkt. Das ist so eine Einbahnstraße, da fahren am Tag 4 Autos durch, aber dafür 20 Krankenwägen. Und ja, da hatte ich jetzt geparkt, auch jetzt über den Urlaub, als ich dann aus Mallorca wiedergekommen bin, war ich dann Ende der Woche noch einmal einkaufen und habe dann das Auto da abgestellt. Und Donnerstag habe ich das Auto da abgestellt und Samstag waren wir noch mal Kleinigkeiten einkaufen. Und ich meinte noch so, lass mit dem anderen Auto fahren, ich habe so einen guten Parkplatz. Ich weiß nicht, ob ich den wiederbekomme. Dann sind wir mit dem anderen Auto gefahren und jetzt gestern am Montag, vorgestern für euch, wenn ihr aktuell hört, bin ich dann zum Auto gegangen und bei meiner Rundreise ums Auto habe ich dann gesehen, dass mir jemand reingefahren ist. Also hinten links, hinten rechts vorbeigeschrammt, beim Einparken wahrscheinlich und keinen Zettel hinterlassen hat. Und ja, dann dachte ich, ich melde das und jetzt bin ich auf einer großen Rundreise von Polizei über Autohaus mit Gutachten anfordern und ja.
Das macht großen Spaß. Man kann aber echt viel sagen, aber dieser komische Tesla Sentry Mode, weißt du, wenn die so an all ihre Kameras aktivieren, wenn du die abschließt und die zeichnen dann auf, wenn sich Leute deinem Auto zu nah nähern und auch wenn du dann höchstwahrscheinlich dann so einen leichten Kratzunfall hast, dann müssten die auch aufzeichnen, wenn dann irgendwie was passiert. Ist schon Gold wert. Höchstwahrscheinlich in Deutschland datenschutztechnisch absolut nicht verwendbar. Aber doch, im mittlerweile glaube ich schon, weil Dashcams sind mittlerweile auch als Beweismittel. Ja, wenn es dann lief, aber dann ist so, gut, dass sie es haben, machen sie nicht mehr, bitte. Ne? Ja. Ja, also es ist irgendwie unlucky und es ärgert mich halt auch so, keine Ahnung, ich bin vorsichtig mit den Sachen und mir ist 10 Jahre nie was passiert und dann, gut, das eine Mal war ich selber schuld, aber dann so zweimal, ohne dass ich was dafür kann und das eine Mal, wo ich selber schuld war, bin ich ja sogar noch klingeln gegangen bei irgendwem und habe dann sogar noch den Menschen ausfindig gemacht. Und es reicht ja auch, wenn du nichts zu schreiben dabei hast, irgendwie bei Anwohnern zu klingeln, Bescheid sagen. Und dafür hat ja jeder Mensch, der ein Auto besitzt, eine Versicherung. Und das finde ich einfach nur ärgerlich. Und wenn das halt rauskommt, wer das war und man halt nichts hinterlassen hat, nicht lang genug gewartet hat oder so, dann kann man da halt auch seinen Führerschein für verlieren. Das ist halt, zu Recht, Fahrerflucht. Ja, ja. Mein Opa hat so seinen Führerschein verloren, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Upsi. Hoppla. Vielleicht fährt der dir die ganze Zeit rein. Das könnte sein. Das ist dein Stalker. Du hast dreimal Auto gewechselt und den Standort. Und trotzdem passiert es immer noch. Ne? Ich würde mir wirklich mal Gedanken machen. Der Autoschredderer von Viersen. Muss man deine Insta-Follower durchgucken und dann gucken, wer auch all deinen Followern folgt, weißt du? Weil Stalker folgen ja immer den Leuten, denen du folgst, allen auch. Muss man ein bisschen durchgucken. Echt? Ist das so? Ja. Warum weißt du das so genau? Da hat sich jemand selber verraten. Okay. Annika, darf ich mal ganz kurz zu deinem Auto gehen, noch mal kurz rundherum gucken? Ja, komm, ruhig. Timo, fahr schnell das Wagen. Das Wagen weg, genau. Fahr schnell das Wagen. Bitte? Ja. Nee, also ich hatte das mal auf Insta, dass mir dann Freunde geschrieben haben. Also mir hat eine Person gefolgt und ich habe halt ja ein öffentliches Profil, wie ich denke mal ihr auch. Nee. Ich mache alle 900.000 habe ich händisch angenommen. Das ist meine Abendbeschäftigung. Ja, ja, ja. Nein. Ja. Da merkt man ja oft dann nicht, wer einem alles folgt. Aber mir wurde eine Person dann halt oben angezeigt und dann hatten mir Freunde von denen geschrieben, ja, kennst du diese? Kurz, bevor du das erzählst, willst du das öffentlich erzählen oder macht das was schlimmer? Nee, alles gut. Okay, gut. Mir hatten halt Freunde dann geschrieben, die so meinten halt so, ja, kennst du diese Person? Weil die mir versucht zu folgen, dann ist diese Person halt meine Follower, meine Freunde durchgegangen und den einen einzeln gefolgt, ist Timo auch letztens passiert. Also. Und dann wird was? Dann werden die nun früher über oben mehr angezeigt? Oder? Nein, das ist halt nur komisch, weil du würdest ja, also wenn ich jetzt dich nicht kennen würde, so ich würde nur dein öffentliches Profil sehen, so Insta-Waffe, und ich würde dir folgen, dann gehe ich ja nicht auf deine Leute, denen du folgst und folgt denen auch allen. Klar, safe, Revi. Wenn du mir folgst, auch Revi, klar. Trash verbindet. Und dann, was gibt's noch? Also klar, also ich keine Ahnung, wenn jemand anfängt, meiner Mutter zu folgen, dann denke ich mir halt einfach um. Ich habe mal letztens überlegt, so, weil ich bin wirklich sehr desinteressiert auf Instagram, ob ich allen Leuten einfach mal konsequent entfolge, weil dann kann auch keiner böse sein und einfach dann immer so ein Gag-Follow mache den Monat, so Jesus oder sowas, weißt du? So einfach nur so, ja, because I see the light, keine Ahnung. Oder irgendwie so richtig komischen Sachen, wo alle irritiert sind, ob ich daran jetzt wirklich glaube. So Fox News für einen Monat einfach mal. Und dann nichts dazu sagen immer, weißt du? Ja. Ist es cool oder ist es nicht cool, wenn Leute immer so einer Sache nur folgen? So haben ja so diese Promi-Leute haben doch immer dann nur ihren Partner oder ihre Partnerin sozusagen. Ist das ein Ding? Ja, hat das nicht irgendwie so Kanye West folgt auch nur Kim Kardashian? Früher, bevor, ne? Irgendwie sowas, aber das machen doch so übel viel. Taylor Swift folgt doch auch nur einer Person oder sowas. Ist das nicht so? Keine Ahnung. Richtig, richtige Nix-Gönner, weißt du, Millionen Follower und dann nicht mal zurückfolgen. Ich guck mal kurz. Ronaldo. Ich schau jetzt mal Ronaldo. Wie viele Leuten folgt Ronaldo? Wie schreibt man den? Ronaldo. Ich habe jetzt, glaube ich, drei Anläufe gebraucht.
Romaldo. Ich habe super schlechtes Internet hier, ich weiß irgendwie auch nicht warum. Mönchengladbach, Glasfaser. Ronaldo, wie viel Follower? Ach, 605 Millionen. 605 Millionen. Das ist der größte Instagram-Account. 605 Millionen. 605 Millionen hat Cristiano Ronaldo. Und dann folgt der 500. Ja, aber der folgt auch 500 Leuten, was ja normal ist. Warum habe ich nur so nackte Frauen und Ärsche auf meiner For You-Page? Ich bin nie auf meiner For You-Page. Achso, ich bin ja über dieses Upload-Tool bin ich ja auch eingeloggt. Ah, und dann kann das erklärt's, so. Ja. Das sind dann jetzt mal kurz die Frage, wer ist Samantra Official? Gute Workouts. Aber Moment. Mai Kollega ist der erste Kommentar. Ich verstehe hier nichts mehr. So, was ist das hier? Ich will das nicht mal sagen. Was ist das für Content, Alter? Ich gucke nie was auf Instagram an. Wenn es hochkommt, das ist Default. Das ist Default, wenn du noch nie irgendwas dir angeguckt hast. Ja gut, jetzt habe ich natürlich auf Samantha Official geklickt. Das, ja. Und jetzt aktualisieren wir doppelt ja, so viel. Ja, ich habe schon gesehen, das ist ein Kaufland-Tattoo. Oh. Naja, wir bergab geht's. Was würdet ihr euch tätowieren lassen? Also von welchem Geschäft, wenn ihr dann für immer kostenlos da einkaufen dürftet? Boah, gute Frage. Ich finde, das kommt voll auf die Region an, weil manchmal gibt es so Einkaufsläden. Beispielsweise in Köln, finde ich, gibt es gute Rewes. Und ich finde, hier in Mönchengladbach gibt es sehr gute Edekas. So, und wenn es jetzt auf Mönchengladbach bezogen ist, dann safe ein Edeka-Tattoo, weil Edekas sind hier schon Premium. Douglas. Warum? Übelst teure Parfüms würde ich gratis mir holen, verticken im Internet, Kohle. Ach, boah, ich habe das nur um Lebensmittel? Ja, ich hätte nämlich gesagt. Nee, du darfst die Sachen nicht weiterverkaufen. Also, ist, also nur für dich. Dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall Hit. Das ist nämlich mein neuer Lieblingsladen. Echt? Sage ich, habe ich hier kennengelernt in Mönchengladbach. Dachte immer, Hit, übelster Assi-Laden, keiner geht da rein, Logo, alles nur ranzig. Aber geiles ich bin Sortiment, da reinmarschiert, ein vegetarisch-veganes Sortiment vom Allerfeinsten. Günstiger als Edeka, aber die gleichen Produkte, riesige Bio-Abteilung, übel viel frisches Gemüse und Obst und so. Gar nicht Assi. Mit dem bin Code Freewaffel. Übelste angetan von Hit. Und meine Theorie ist, wenn ich dann nämlich irgendwo Hit stehen habe auf meinem Körper und dann da immer kostenlos einkaufen gehen kann, dann spare ich ja übelste viel an Lebensmitteln und habe ja dann viel mehr Geld für andere Sachen. Girls Mathe. Das ist smart. Girls Mathe. Ja, oh mein Gott. Mädchen, du machst hatte auch Plus damit. Ja, ich mach Plus damit. Ist nicht nur umsonst, du machst sogar Plus. Nee, das ist nicht, das ist umsonst. Das ist Geld hättest du ja eh ausgegeben. Richtig, das ist das Geschäft meines Lebens. Ja. Ja. Wie war Venedig? Hä? Hä? Untergegangen. Ja, untergegangen? Naschmarkt. Was ist, wo ist der Naschmarkt? Wien. Oh, warum? Ja. Bei wem willst du dir denn das Tattoo holen? Also, ich hätte jetzt gesagt, einfach Vans und dann würde ich immer Klamotten shoppen, aber. Aber überleg mal, wie viel mehr Geld du hättest, wenn du einfach Rewe auf dem Arsch stehen hast. Ja, das stimmt, aber es gibt bei mir kein Rewe. Mal Kaufland oder so, keine Ahnung. Ja, das ja. Überleg mal, Beyond Meat, Bolo Fleisch, jeden Tag. Für Lau, und das ist schon übelst so teuer. Überleg mal, was du machst ja nur, das ist ja das Plusgeschäft deines Lebens. Du kannst so viel Lasagne machen. Und noch Geld übrig haben, der um dir Vans zu kaufen. Blick ins Nichts. Ich kann so viel Lasagne machen. Das heißt quasi, je mehr Lasagne du isst, desto mehr Geld hast du über für Vans-Sachen. Das ist ja dann quasi auch noch umsonst. Ja. Da hast ja noch mehr Geld über. Also du bist ja nur noch reich durch ein Rewe-Tattoo auf dem Hintern. Ich sag das, was Timo gesagt hat. Ich glaube, Mediamarkt wäre es. Also immer die neuesten Techniksachen in so einem großen Technikverleih. Fette Fernseher, fette Beamer, fette PC-Sachen, immer die neuesten PC-Sachen. Aber irgendwann hast du genug und dann ist die Wohnung voll. Oh mein Gott, bei Technik hast du nie genug. Und ich kann auch einfach eine Tüte Chips frisch mir einen Tag reindübeln und zahle dann auch 4 Euro. Also Amazon-Tattoo durchgespielt. Ja, Ankerkraut meine ich natürlich. Oh mein Gott, Amazon-Tattoo ist übel klug. Das sind viele Marken. Kannst du Yves Saint Laurent Parfüm dir gratis holen? Was kannst du dir noch holen? San Pellegrino Wasser. Ariel Waschmittel. Ja, Ariel Waschmittel. Ja, du kannst ja ganz schön. Eine Menge dazu, Milka bestimmt auch. Mallorca kannst du, ist ja auch Nestle. Ja. Ist ja auch Köln, ist ja auch fast wenig. Nesti, das Guilty Pleasure, wenn keiner drüber redet. Nein, Quatsch, Mio natürlich. So, das Ziel gibt's nicht mehr. Ja, ich weiß. Das war früher ein Guilty Pleasure. Jetzt ist Mio Mio mein Guilty Pleasure. Nee, Nestle gibt's nicht mehr. Das ist jetzt Fuse Tee und ist nicht mehr Nestle. Echt? Aber nicht in Spanien.
Das ist Coca-Cola jetzt. Nope. Sicher? Nesty. 100%. Kann ich nichts zu beisteuern. Ich habe nur Mio getrunken auf Mallorca. Ich habe dich ganz oft mit Mio gesehen. Ganz oft mit, arbeite noch hier, Mio gesehen. Ja. Gut, dann nur mal eine Zwischenfrage. Wie lange nehmen wir diesen Podcast auf? Es kommt mir vor wie 3 Stunden. Nach dem Urlaubsfolge, wir haben nicht angekündigt, dass wir müssen ja den Leuten ja auch mal ein bisschen was geben, jetzt ein bisschen Futter. Aber ich glaube, ich habe Feierabend. Ich habe Feierabend. Seit 9 Minuten. Ja, kannst auch gehen. Nee, ich möchte das noch, darf ich das mit Zeit nochmal? Ja, also wenn du nicht möchtest, musst du nicht. Das ist gar keine Verpflichtung. Aber du kannst uns doch mal sagen, was du hast. In einer neuen Folge von Was mit Ella. Es knüpft an mein Mallorca-Problem, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das, was noch kommt, ist das auch da drin? Was? Das letzte, was du gesagt hast? Nee, da war ich einfach nur verwirrt. Okay. Okay. Also, folgende Situation hat sich am Flughafen zugetragen. Okay. Wir sind gelandet und wir sind zurückgeflogen mit einem Flugzeug vollgepackt mit mittelalten, weißen Ballermann-Männern, die getanzt haben und gegrölt haben und einen Spruch nach dem nächsten gedrückt haben. Und ich sage dir, es war eine Farce. Ich habe es absolut nicht genossen. Und ich hätte mich, glaube ich, im Klo eingesperrt für den ganzen Flug, wenn ich keine Kopfhörer dabei gehabt hätte, weil das war wirklich nicht mehr. Nicht nur, dass alle wirklich rumgerotzt und rumgeröchelt haben in diesem Flugzeug wie sonst irgendwas. Also es war mir wirklich ein Fest, eingefercht zwischen diesen Leuten zu sein, sage ich euch. Und genau diese Leute standen dann eben am Gepäckband, als wir das Gepäck abholen mussten. Und es war anfangs nicht ganz einsichtig, wo das Gepäck rauskommt. Aber als das Band dann angefangen hat, in eine bestimmte Richtung zu laufen, sind die ganzen Ullis wie in einer großen Weintraube so zu diesem Ausgebungsschacht von dem Gepäckband gelaufen. Und ich schwöre dir, der eine, der mir am meisten auf den Senkel gegangen ist, der hat einfach da gestanden, der hat einfach den Kopf, ich habe noch so gesagt, ja, Digga, steck deinen Kopf doch noch in das Gepäckband rein, mach doch, dann kriegst du deinen Koffer bestimmt zuerst. Das hat er gemacht. Der hat einfach da gestanden und dann hat das halt kurz mal so gestockt, da kamen dann für 30 Sekunden mal keine Köfferchen mehr raus. Der hat einfach literally seinen Kopf da reingesteckt und stand dann da. Dann dachte ich mir, das macht's besser. Das macht's besser gerade. Ja. Da war Nina, glaube ich, nicht bei in der Folge. Oh. Nee, da war ich, glaube ich, wirklich nicht dabei. Aber das ist eine Vollkatastrophe gewesen. Und wirklich, ein Mann stand hinter mir, der hat mich so richtig so bedrängt mit seinem Koffer, weil der da noch näher dran wollte an das Gepäckband. Der hatte schon einen Koffer und wollte noch. Ja, der hatte einen Handgepäckkoffer und hat noch auf seinen anderen Koffer gewartet. Dann bin ich einfach so einen Schritt zurückgegangen hinter eine Säule, hatte sich umgedreht, habe ich gesagt, ich glaube, du wolltest über meinen Platz haben. Ja. Es ist unfassbar, was ich wirklich von einem Rückflug von Palma nach Köln, Düsseldorf, sonst wohin in Deutschland, was sich da abspielt. Und dann denke ich mir immer, das ist die Frage, also dass ich hasse das wie die Pest, ich hasse es wirklich so doll, es macht mich wütend, sodass ich mich jetzt noch Wochen später darüber abfacke. Aber was ich mich immer frage, ist so, jeder weiß doch, dass man Leute nicht leiden kann, die so im Flugzeug immer als erstes auch aufspringen oder die sich einfach so verhalten wie diese Leute im Flugzeug. Da ist eine ganze Kiste voll mit genau diesen Leuten, die quasi alle die gleiche Person sind. Merken die das nicht? Ist diese Info an denen vorbeigegangen? Ich glaub, dass die nehmen die sich da selber von aus? Sagen die das über Leute und merken nicht, dass sie das selber sind? Ich verstehe es nicht und es macht mich wütend. Ja, bitte. Darf ich das schnell aufklären? Ja. Die sind ja 50, 60. Ja, die sind schon so Ende 40 bis Mitte 50, Ende 50. So diese Altersspanne an seltsamen Menschen, ja. Also ich glaube, das ist einfach so. Die Corona-Leugner. Also ich glaube, Altersgruppe. Ich glaube, das ist halt einfach so der Übergang. Ja. Wenn die halt nicht mehr krustig sind. Meinst du, wo die wieder fit und agil werden? Mhm. Du wirst nicht winnen, womit. Ja, wenn die Kruste Energie so abfällt von diesen 30-Jährigen. Ey. Es geht gerade nicht um 30-jährigen, ranzigen, krustigen. Es ging nicht um dich. Don't make it about you. Dann, du bist doch. Wenn die ranzigen, krustigen 30-Jährigen aufhören zu existieren und 40-jährige Schmetterlinge werden, sind die sehr ich-fixiert. Und ich glaube einfach, dass du mit fortgeschrittenem Alter dann so eine Ich-Fixierung kriegst, dass es dir extrem gut gehen muss, wenn du vielleicht nicht das erreicht hast, was du hättest erreichen wollen. Und dann wirst du in so Alltagssituationen sehr viel
rechthaberischer und an dich reißender, wie man eigentlich sonst ist. Und ich glaube, das fällt dir dann tatsächlich nicht mehr auf, weil du irgendwo anders ein großes Unglück hast. Also ist deine Theorie, dass die Leute irgendwann so werden, sprich wir werden dann auch irgendwann alle so und stürmen dann eine halbe Stunde vor Check-in an den Schalter, um die Leute zu belagern, nur um der Erste in der Reihe zu sein, damit das Flugzeug ja schneller losfliegt und jeder weiß auch, wenn du deinen Kopf durch das Gepäckband bis zum Arsch da reinschiebst, dass du deinen Koffer wahrscheinlich dann vielleicht doch noch als Erster bekommst, weil der kommt dann nicht, wo er schon ist und kriegst ihn dann als Erstes. Hm. Die sehen dich dann und sagen, ah, Oli, ich habe deinen Koffer direkt hier. Dann ziehen die den nach vorne. Hat mich richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass der seinen Koffer als Letztes gekriegt hat, ne? Boah. Da ist mir ein bisschen einer abgegangen dabei. Sag ich dir ganz ehrlich, das war für mich ein toller Moment. Dann dachte ich mir, klasse, jetzt der Urlaub vorbei. Das hat mir noch gefehlt. Wie wenn dich jemand überholt und dann der Blitze kommt. Genugtuung. Oh, Berlin. Heute Morgen noch gehabt, diese Berlin. Situation. Oh. Berlin. Und heute Morgen auch noch gehabt, diese Situation. Ja, nicht mit dem Blitzer, aber Autounfall. Mir ist jemand reingefahren. Ich bin das denn reingefahren heute Morgen. Du hast das Auto gesehen. Aber auch geblitzt worden dann? Nee. Einfach jemand, der mir sehr dicht aufgefahren ist heute Morgen für eine ganz lange Zeit, dann rechts überholt hat, obwohl ich wirklich schon schneller gefahren bin, als man hätte. Ist mir auch passiert, heute Morgen mit Lichthupe sogar. Ja, genau, so ein richtiger, weißt du, sieht aus wie so ein Erklärbärvater mit so einer gelben, hässlichen Regenjacke, der pimpft da hinter mir in dem Auto. Wirklich, super dry. Ich bin so ein köttiger Assi da hinter mir, macht Lichthupe, überholt rechts, nur um dann ein Auto vor mir die gleiche Ausfahrt zu nehmen. Und ich schwöre dir, ich habe gehofft, dass der hier gegenüber arbeitet, damit ich den zusammenfalten kann, wenn ich aus dem Auto aussteige. Aber der ist weiter geradeaus auf die Autobahn gefahren. Hm. Ja. Hat richtig, richtig beschissenes Überholmanöver gemacht, nur um dann vor mir an der Ampel zu stehen. Hm. Ich will, du bist es. Uli. Hast du dann wenigstens, als die Ampel grün geworden ist, nochmal probiert, über einen Seitenstreifen zu überholen, damit du auch nochmal so eine unangenehme Überholaktion einfach nur machst? So, hey, ja, ich wurde auch einfach nur mal eins vor dir sein an der nächsten Ampel. Nö, ich bin auch kontinuierlich hinter dem hergefahren, hab dann Lichthupe einfach zurückgemacht, nur um den zu blenden und den dann. Ein Signal! Als ich dran vorbeigefahren bin und der noch an der Ampel stand, einfach dämlich angeguckt. Ein bisschen langsamer dran vorbeigefahren. Das ist auch immer so geil, einfach vorbeifahren und rübergucken ist so. Das machen auch viele irgendwie, weil man treffen sich da immer die Augen so, ich verstehe es nicht. Ich habe heute Morgen, als mir das passiert ist, auch, ich bin auch schon so, ja, ich bin so 12, 13, 14, ist ja verjährt, ist ja heute Morgen, kmh definitiv über dem Tempolimit gefahren, so, dass es noch Geldstrafe ist und keine Punkte. Außerorts, ne? Innerorts, 30er, außerorts ist richtig. Wer hat das gesagt? JP Performance? Nein, okay. Also also ich bin eine Autobahn so gefahren und dann bin ich halt, hat der auf einmal Lichthupe gemacht. Der war eigentlich auch auf Abstand so. Ich dachte nicht, dass er unbedingt wieder überholen will. Und dann waren halt ganz viele Autos so in diesen, auf der rechten Seite so, die so zu weit auseinander sind, um rechts rüber zu fahren, weil man dann so viel schneller ist, dass man zu schnell wieder nach links muss. Und das immer so 3-4 Mal hintereinander getaktet, so dass ihr denkst, ach komm, die zwei, jetzt ist auch richtig, jetzt wärst du eh schon am Überholen. Und dann bin ich genau da so immer an den vorbei und der war halt die ganze Zeit hinter mir, so alleine auch, da war sonst keiner hinter dem, der noch gedrängelt hätte. Und irgendwann bin ich dann halt so, wollte ich so oder so rechts rüberfahren, hab dann aber so eine Lichthupe bekommen, so eine richtig aggressiv, so, so. Nee, das und war ich. Und dann dachte ich irgendwas, dann dachte ich, Nina. Und dann dachte ich mir so, das war so ein weißer Van, irgendwie so Kette Klimatechnik. Hätte ich mir meinen liebsten Namen gemerkt. Dann würde ich immer öffentlich sagen, wer das ist. Fahren wir gut, die Leute, die das hinten drauf haben. Offensichtlich nicht. Nee. Und dann ist er so an mir vorbei und dann ist er aber auch nur so 2-3, also so richtig langsam überholt. Und vor mir war dann halt keiner mehr auf der rechten Seite. Und dann habe ich halt mit Tempomat so das, die Geschwindigkeit angeglichen und habe den halt die ganze Zeit so angeguckt beim Fahren, weil es ging immer geradeaus, so richtig passiv-aggressiv. Und er hat einfach nicht rübergeguckt. Der konnte mich dann einfach nicht mehr überholen. Der saß einfach nur sehr steif und hat so... So die Schweiß. Aber du siehst den noch am Seitenauge an, dass die eigentlich gucken wollen. Ja, genau. Und ich bin dann einfach auf gleiche Höhe gefahren, sodass er auch nicht hätte rübergekommen, so einfach nur, weil es mich dann interessiert hat. Und dachte so, warum wird so aggressiv? Soll ich mal rübergucken? War ja nicht mal sauer. So, ich dachte mir so, los, mach mal. Ich will mal gucken, wie das von vorne aussieht, dieses Schnurrbartgesicht, dieses traurige. Aber da muss ich auch sagen, zu dem Thema, dass das dann so Wagen sind von irgendeiner Firma. Das habe ich ja letztens, ich glaube, das war die Folge, wo du weggegangen bist. Ich habe das gemacht. Und das war ein Küchenstudio. Und dann habe ich tatsächlich eine schlechte Bewertung da gelassen. Und mir wurde letztens geantwortet auf diese schlechte Bewertung. Du hast eine Antwort bekommen, oh, geil. What?
Das wurde halt mit meinem Namen abgeschickt, diese schlechte Bewertung. Dann wurde gesagt, ja, wir konnten sie leider nicht in unserer Datenbank finden. Was denn ihr Problem? Wie können wir ihnen weiterhelfen? Die geantwortet, das bleibt meine Genugtuung. Ich weiß, dass es ein Scheiß ist, so eine schlechte Google-Bewertung zu haben, aber ich muss mich damit abfinden, dass ich in diesem Moment diese Person war, die diese schlechte Bewertung abgegeben hat. Und ja, ich werde auch keine Küche mehr kaufen. Ich finde, du hättest ruhig sagen können, ihre Fahrer fahren wie Arsch und ich wollte einfach deswegen eine schlechte Bewertung geben. Ich finde, die können das ruhig wissen. Nee, das ist noch besser, wenn sie nicht wissen, worum es geht. Ja. Nochmal so. Ja, okay, dir sag ich's nicht. Nee, da bin ich trotzig, muss ich sagen. Da bin ich wie so ein. Find's doch raus. Wie so ein kleines Kind. Und da muss ich sagen, apropos kleines Kind, Rückflug, wir sind ja unterschiedliche Zeiten zurückgeflogen. Und klimaneutral. 5 verschiedene Flüge. Ja. Aber wir hatten wenige von den Leuten, die abgereist sind. Mhm. Wir hatten dann halt nur am Flughafen viele, die gerade angekommen sind. Mhm. Und zurück waren die ganzen Familien mit den Kindern. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, aber ich finde diesen Sound von Kinderhusten so absolut ekelhaft, aber auch irgendwie witzig. Das hört sich immer an wie so ein Soundeffekt aus irgendeinem Game. Aber es ist auch so, wenn du dir denkst, so ja, Corona gibt es ja irgendwie doch schon noch und du hast so 8 Familien um dich rum und diese Rotzlöffel, die komischerweise alle orange werden, wenn die in der Sonne sind. Warum werden Kinder orange und nicht braun? Wir stammen ja von Orangen. Je nachdem, wie alt die sind, essen die viele Möhren und das Karotin in Möhren färbt tatsächlich die Haut orangener ein in Verbindung mit. Was geht nee, so? Also ein Glas Möhrensaft am Tag reicht, ne? Ja, das ist echt ziemlich stark. Boah, sollen wir ein Experiment machen? Oh nee, Timo, mach das nicht orange. Bah. Ja. Oh Mann. Lass ihn mal Spirulina, ey. Colorblocking. Ja. Taste the rainbow. Waffelfingstochse, ey. Taste the rainbow, kannst du dann in dein Tinder-Profil schreiben. Oh Mann, ey. Aber nochmal zurück zu den Kindern. Ich verstehe das mit diesem Soundeffekt. Und ist dir mal aufgefallen, dass die alle gleich husten mit der Zunge so draußen so. Ja, aber das knuspert immer bei Kindern. Ja, das ist so hoch, gepinscht. Nee, ja, essen ganz einfach nur Burger King, ganz Fetthals die ganze Zeit. Ja, okay. Oh, so gut. Das war's von. Ja, danke. Was mit Ella? Ja. und dann geht's rüber zu. Süß mit Düs. Süß mit Düs. Ich habe meinen Einsatz geklaut. Nee, ich wollte nur. Ja, ich habe was mitgebracht. Ich bin ausgebrannt, Leute, was Süß mit Düs angeht. Oh. Und ich muss jetzt so richtig auf Krampf. Fange ich schon an zu Hause. Süßigkeiten ist auch echt viel. Wir könnten noch weiter das, wir könnten das noch erweitern mit Süßigkeiten, die normale Leute nicht kaufen. Es gibt im Supermarkt immer seltsame Süßigkeiten, die keiner kauft. Ich fange jetzt nicht wieder an bei den Classics, aber es gibt ja ein Regal. Bestimmt in jedem Supermarkt. So, du weißt, was ich meine. Nach Köln in den Candy Store schicken mit den internationalen Süßigkeiten und jede Woche gibt es eine neue Überraschungssüßigkeit für dich. Achtung, was denn? Die Kamera musst du jetzt ausmachen. Wieder ist gar kein Problem, wir überbrücken das fachmännisch und reden nicht mit dir. Laufen wir denn schon weiter? Ja, was? Jawohl. Das ist wichtig, weil, also für alle Leute, die nur den Podcast hören, das wird verwirrend sein für euch und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut am besten auch nicht zu. Weil ich weiß nicht, was in diesem Moment mit mir los war, aber das war am Wochenende jetzt. Ich saß auf der Couch und ich habe Weintrauben dabei und habe Weintrauben gegessen, um meine Pflicht zu erfüllen. Ich spalte die immer so im Mund und lutsche dann das Innenfleisch heraus, um dann nachher die Pelze, vor allem bei denen hier, du hast schon eine gegessen, das sind die pelzigsten Trauben der Welt und die Schale dann so am Ende, so, keine Ahnung, schmeckt eh nach nichts und mir war so langweilig und das passiert nur im Urlaub, weil da mache ich auch gerne mal absichtlich nichts und dann saß ich auf der Couch, hab irgendwie Eishockey oder so geguckt, schön Sport geguckt, was super, dir klasse, besonders viel Spaß machen würde. Und dann saß ich da und mir wurde eine Weintraube gereicht, während mir mit so einem riesen Palmenblatt zugefächert wurde. Und dann habe ich diese Traube genommen und das waren auch so richtig schön pralle Dinger. Und auch guter Folgentitel. Ja.
Sachen, die ich auch gerne auf Mallorca zu Leuten sage. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es funktioniert, aber ich habe die dann so genommen und dann in die Luft gerotzt und mit meinem Mund wieder aufgefangen. Und ich werde jetzt mal versuchen, das zu reproduzieren. Ich hatte irgendwann, so die ersten Male hat es nicht funktioniert. Das gleiche Traube im Auge, ne? Ja, ich weiß. Und dann hatte ich aber so eine Streak so von 5 Mal hintereinander, wo es dann auch so richtig hoch bis fast unter die Decke. Das wird hier ein bisschen schwierig. Und ich probiere mal, ob ich es jetzt First Try hinbekomme. Ich habe eben schon mal einen Probeversuch gemacht. Ja. Kopf muss stark in den Nacken, damit die nicht zu weit nach vorne fliegt, wenn man es im Sitzen macht. Sauber. Wir haben ja einen Hund hier. Ich mach nochmal, okay? Kann die drauf? Ich trommel, aber ich dürfen die nicht. Boah! Das ist cool. Wollt ihr mal probieren? Ja, ich oh, will. Yes. Boah, dass ihr das mit diesem Traum probiert, ist mutig. Dustin war eben so lieb und hat mir eine angeboten. Nein. Schmeckt wirklich, als wenn du mit dem Inhalt vom Staubsaugerbeutel gewaschen hättest. Ich schwirb schon. Ja, weiß ich nicht, wenn. Oh Gott. Ja, mach du mal, Annika. Ich mach nacheinander. Kopf weit in den Nacken. Ich hab richtig Angst. Also ich ziehe die beim Essen immer nur so nach innen, sodass die in meinen Rachen flopschen, aber. Ich wüsste nicht mal, wie ich das spucken kann. Das muss, also man muss richtig Druck aufbauen. Ja. Das war aber knapp. Tschüss. Boah, ich hab auch. Mein Gott, das denn, ich schick dir das, kannst du deinen Eltern zeigen. Hast du es aufgenommen? Ja, natürlich. Wow, super Slow-Mo? Klar. Wirklich? Nein. Ich habe richtig Angst, dass mir das in den Hals so fliegt. Nein, du spuckst das doch nach außen. Und ich verende so jämmerlich. Ach Quatsch. Dann haben wir es auf Video. Das war das Traurigste, was ich je gesehen habe. Das war wirklich das Traurigste, was ich je gesehen habe. Im gewissen Alter geht es nicht mehr so gut. Ich kann es nicht mehr. Nee, warte kurz. Ich glaube, ich werde gleich aggressiv angerotzt hier. Das ist ganz schlimm. Das geht ja nur nach vorne. Wo ist das? Das ist irgendwo unter meinem Arsch. Du musst zwischen den Zähnen einhaken und dann quasi mit dem Mund abschließen und dann kannst du Druck aufbauen. Und dann musst du nach vorne. Ja, weiter in den Nacken. Das ist so eine richtige Dudes-Beschäftigung. Weißt du, so richtig so vier Dumme, die so einfach nichts zu tun haben mit 16 und dann einfach ganz Mittag da sitzen und dann fängt einer an, dann alle so. Ah. Passt. Oh, das sah so aus zumindest. Kannst du aufhören, mich aufzunehmen? Nö. Seite? Lecker. Ja, das muss ich gleich privat weiter probieren. Boah, ist die trocken. Ich habe das Gefühl, eben, das hat mir mein Schneidezahn gespalten. Das fühlt sich wirklich an, wie gespült mit dem Inneren vom Staubsauger. So schmeckt ein Swiffer, das habe ich eben schon gesagt. So schmeckt ein Swiffer. Süß. Naja, das war gut, aber ja. Nicht gut. Was machst du mit Bananen? Naja. Mein nächsten Mal dann. So, das war's. Süß. Mit Süß. Warum hast du eigentlich nur gelacht und nicht probiert? Ey, ich hatte. Oh. Ich hatte die Farce eben schon. Ich habe mir mein ganzes Gesicht nach innen gestülpt, weil das so trocken war. Ja, kriegst du gleich, Bella. Das ist unterm Sofa. Das ist die einzige, die groß genug ist. Wo hast du die gekauft? Aldi-Trauben sind das? Oh je. Die sind normalerweise immer sehr lecker. Aber die du kannst mal nicht. In der Zwischenzeit, glaube ich, wenn Dustin gerade das Traumdebakel probiert zu lösen, von deinem Handy-Debakel erzählen. Mein was Handy-Debakel, okay, folgendes. Also, es ist ja allseits bekannt, ich brauche bitte volle Aufmerksamkeit. Der klemmt noch jetzt hier. Was macht denn der da? Das ist ja allseits oh. Es, also Ja, bitte, wir hören dir zu. Es ist ja allseits bekannt, dass Handynummern scheinbar weitergegeben werden. Also man holt sich eine neue Handynummer, was mit der alten passiert. Ich dachte immer, die wird gelöscht in meinem kindlichen, naiven Denken. Worüber ich nicht nachgedacht habe, war früher, dass sie einfach an andere Leute weitergegeben werden. Die dann wieder, weil ich dachte immer, also so.
Das war das Erste, was mich verwirrt und schockiert hat. Ist das eine öffentlich bekannte Geschichte? Ich kenne genau dazu eine Story, die richtig crazy ist. Eine bekannte Influencerin, kenne ja ein paar ganz gut, hat die alte Nummer von... Ja, nee, das ist nicht die Geschichte, aber ich weiß, welche Nummer ja, von, wer war es? Was? Sophia Tomala? Silvi Mais. Silvi Mais, genau. Und die hat dann eine neue Handynummer bekommen und dann haben immer Leute hier Nachrichten geschrieben mit, hey Silvi, wie geht's dir? Und irgendwann ist sie mal in so, in so ein Ding rangegangen und dann dachten die tatsächlich, Silvi Mais ist. War aber und nicht die hat, und ja, genau, und die hat auch immer noch, die hat immer noch die gleiche, oder ich glaube, weiß nicht, ob die gleiche Nummer hat, aber ich glaube, ist immer noch die Business-Nummer oder so. Ich glaube auch. Ja, die alte Handynummer. So random. Ja, super. So, zurück hierzu. Ich habe jetzt auch im Urlaub relativ lang einfach nicht mehr auf mein Handy geguckt und irgendwann, als ich dann wieder hier war, habe ich dann rausgefunden, dass ich in einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt worden bin, die heißt 40. Geburtstag Sebastian. Hä? Und dann habe ich erst überlegt, ah ja. Und dann dachte ich mir, Moment mal. Ich habe keinen Sebastian in meinem näheren Freundeskreis und auch definitiv niemanden, der 40 geworden ist und jetzt quasi nach seiner langen Phase endlich wieder Energie hat und nicht mehr schlafen muss. Nee, aber ich kenne gar keinen Sebastian. Und dann habe ich das hier mal geöffnet und ich sage dir, und jetzt kommt das Komische, mit mir in dieser WhatsApp-Gruppe und ohne besagten Sebastian sind noch 9 andere Leute drin. Das heißt, der muss hier einen Geburtstag gefeiert haben oder möchte gerne einen feiern. Außerdem hat Jesse einfach so Fotos von der Fete hier mit reingeschickt. Und dann hat Sebastian nochmal welche von der Fete mit reingeschickt und geschrieben, viele Grüße an alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut nach Hause gekommen. Es war sehr schön mit euch. Wer ist Sebastian? Ich war niemals auf diesem Geburtstag. Und warum bin ich in dieser WhatsApp-Gruppe drin? Weil wenn das jemand ist, der ja da gewesen ist, warum haben die dann nicht die aktuelle Handynummer von der? Ich check's nicht. Ingrid sagt, hallo Sebastian, danke der Nachfrage. Wir sind gut heimgekommen und haben uns auch sehr gefreut. Und Misone sagt, mir hat es auch gut gefallen. Leider hat Erika die meiste Zeit geschlafen. Und das sind alle Nachrichten in dieser WhatsApp-Gruppe. Zeig und jetzt, mal die Bilder. Hier könnt ihr durchgucken. Ich habe eine Challenge. Du musst anhand der Bilder die Location ausfindig machen. Und dann gehst du da hin und sagst so, hi Sebastian, sorry, bin ich zu spät. Ich war ja eingeladen zu deinem Geburtstag und Bleibe ich jetzt da drin? Blockiere ich? Ich wollte extra für den Podcast noch drin bleiben, damit wir das alle noch sehen und diskutieren können. Aber schreib mal was in die Gruppe. Dann dachte ich erst, ist das so eine Masche? Habe ich jetzt auf so Bilder geklickt und die runtergeladen und habe jetzt so jemanden, der durch meine Kamera Darf ich die glotzt? Anderen runterladen, die du noch nicht runtergeladen ja, hast? Ja, mach, jetzt der Drops eh schon gelutscht. Ich war zu neugierig für die ersten Bilder. Dachte erst, okay, weil ich habe jetzt ein Virus auf dem Handy oder so, aber ich glaube... Was? Aber wie kann das sein? Weißt du, wenn das so... Das war eine dicke Veranstaltung. Ja, wenn das so eine Spam-Gruppe gewesen wäre, dann wären ja hunderte random Nummern drin, aber es sind ja mit mir 9 Krass. Andere drin. Das sind ja also, viele Leute auf den Bildern. Check ich nicht. Das ist Sebastian. Ich glaube, das ist Sebastian. Aber der sieht auch aus wie ein Sebastian, muss man sagen. Ja. Das sieht aber auch einfach aus wie so Stock-Footage-Bilder. So es bisschen. Ist aber so komisch, weil ja, Nummern werden weitergegeben. Da habe ich gestern mit Timo schon drüber geredet. Es ist mir bewusst, dass Nummern weitergegeben werden. Aber wenn das so ein kleiner Kreis von engen Leuten ist, die ja offensichtlich da waren, wie können die dann von der einen engen Person nicht die aktuelle Nummer haben? Verstehst du, was ich meine? Und dann zu einem Geburtstag, oder, die Person war ja offensichtlich oder, da. Oder tatsächlich so Doppelnummer eingespeichert. Oder tatsächlich eine Zahl vertauscht und es ist so deine, weißt du? So eine Zahl vertauscht, um jemanden mal einzuspeichern, den man nicht so gut kannte und dann ist es echt deine. Die sehen alle aus wie Geschwister. Sweet. Dann kann ich es auf jeden Fall eingrenzen aufs Saarland. Oder die Eifel. Also ich meine, auf dem Bild hier sind noch definitiv... bergig im Hintergrund. Auf dem Bild hier sind noch definitiv mehr als... Sehen wirklich alle aus wie Geschwister. Auf die sind definitiv auch mehr als 9 Leute. Also Sebastian scheint einen fetten 40. gehabt. Die Leute haben keine Schuhe an, Mann! Sei froh, dass du nicht da warst. Ja. Warum? Also wie kann das... Also ich bin dafür, dass du das einfach wirklich durchziehst jetzt und diese Identität. Soll ich mal was zurückschreiben? Schreibst du, sehr lieb, sorry, danke für den Mad Eagle oder so. So einfach oder so Twist machen, sowas wie, wer hat geschlafen? Das finde ich ein bisschen gemein. Wer hat geschlafen? Wie hieß die nochmal? Erika. Dann irgendwie sowas schreiben, so danke für das leckere Essen, fand es nur sehr unangenehm, dass Erika
so abwertend über dich geredet hat hinter deinem Rücken. Oh mein Gott. Mit noch jemandem von dem Namen oder so. Und dann richtig so, bitte, was hat die gemacht? Und dann so, ich möchte nicht genauer darauf eingehen, aber es ging schon unter die Gürtellinie. Vor allem die Kinder wurden mit involviert. So, mein persönliches Game of Thrones. Ja, genau. Und dann einfach so, so eine Familie entzweien, weil die dich aus Versehen in eine Geburtstags-WhatsApp-Gruppe. Und dann nächstes Jahr 41. Geburtstag von Sebastian. Du wirst wieder alles in die Gute. Gruppe. Und dann so die Fotos alle so traurig. So eine Person fehlt. So ultra asozial. Oh, einfach deine Kinder beleidigt, die ganze Zeit schreiben. Deine Kinder wurden so derbe beleidigt. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte eins von denen runterladen, von den Bildern. Also runterladen und sagen, ich habe auch noch ein paar Fotos und dann photoshoppe ich einfach mein Gesicht da irgendwo noch mit rein. Das wäre funny. Nee. Noch jemand anders. Du machst erstmal du machst erstmal Google Bildersuche und schaust mal, ob du Profile von denen findest und dann nimmst du andere Bilder von Leuten und schaust, ob die irgendwie, ob Sebastian eine Ex-Frau hat oder eine Ex-Freundin und dann shoppst du die mit rein und sagst, warum war die eigentlich da? Oder ich vertausche die Gesichter untereinander, das wäre auch funny, weil die alle gleich aus. Wie böse das jetzt alles wird. Was du auch machen könntest, ist zu sagen, dass du eine richtig teure Jacke da vergessen hättest und wenn die dir die nicht zurückgeben, dann sollen sie dir die wenigstens entschädigen. Oder du machst immer. Das ist richtig böse. Du machst mit FaceApp einfach alle so unglücklich und sagst immer, warum habt ihr so unglücklich geguckt? Weil Erika geschlafen hat. Nachdem die deine Kinder beleidigt hat. Leute hatten keine Schuhe an. Ich hatte aber mal was Ähnliches, was aber noch aufregender war. Und so habe ich eure Mutter kennengelernt. Ja. Nee, da war ich im Urlaub und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwann kam ja dieser Umschwung, wo aus Google Mail Gmail wurde. Mhm. Und ich glaube, einer meiner alten E-Mail-Adressen, womit ich damals, oder nee, stimmt nicht, da hatte ich keinen Instagram-Account mit. Auf jeden Fall habe ich auf diese E-Mail dann so Instagram-Benachrichtigungen bekommen von jemandem, der auch Dustin hieß. Und dann habe ich halt über diese E-Mail-Adresse irgendwann einfach dieses Passwort zurückgesetzt und war einfach in so einem random Instagram-Account von irgendeinem anderen Dustin und hatte so kompletten Zugriff auf das Leben einfach von einem anderen Menschen über Instagram. Hä, aber du kannst das Passwort doch gar nicht. Ich konnte das ändern, weil diese alle E-Mails von diesem Instagram gingen an meine mit @Google-Mail und an seine mit @Gmail. Lol. Und keine Ahnung, wir haben uns dann halt so einen Abend einen Spaß draus gemacht. Und dann am anderen Abend habe ich es dann halt so, oder am nächsten Tag so aufgelöst und irgendjemandem dann, mit dem wir da geschrieben haben, auch geschrieben, dass das irgendwie komisch verzweigt ist und das war super seltsam, aber es war auch super spannend irgendwie, auch super asozial, einfach bei so einer fremden Person in so Nachrichten rumzugucken, finde ich. Aber war schon früher irgendwie so ein Thema, als Internet noch nicht so richtig böse war. Ja. Ich weiß auch noch, ich habe mit meinem besten Freund damals bei Skype, konntest du random so Leute adden, einfach so irgendjemanden vorschlagen lassen. Stimmt. Und das habe ich mal so einen ganzen Abend mit dem gemacht, bis ich so 500 Skype-Kontakte oder ein Wochenende so hatte. Und dann haben wir halt immer mit so Leuten telefoniert. Und da war irgendeine dabei, mit der hatten wir beide auch noch richtig lange Kontakt. Das war wie so eine Mädelsgruppe. Und die irgendwie haben wir die dann alle geaddet und mit denen hatten wir richtig lange Kontakt. Und nie getroffen. Nur so Skype-Freunde auch. Lief nie sonst irgendwie was. War einfach nur so Internetbekanntschaften. Das ging wirklich über Jahre, weiß ich noch, in meiner Schulzeit. Das war so ein richtiges Thema damals. Haben wir immer random mit so Leuten geskypt und sich so einfach Probleme erzählt. Kannte ich gar nicht. Boah, ich hatte einfach gar nicht. Irgendwo so eine lustige, auch versehentlich. Das ist mir mit dieser Handynummer, mit keiner Handynummer ist das so oft passiert. Wie lange mit dieser hast du die Handynummer. Jetzt? Die müsste ich jetzt haben, hat Corona war 2020, das erste Jahr, also seit 2020. Doch, das heißt, 3 Jahre wurde die Person nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen. Scheinbar. Nur zum 40. Das ist nämlich das Ding und ich kriege halt hier immer wieder diese Nachrichten irgendwie. Das ist ganz, ganz seltsam. Ich kriege aber auch mal so random Nachrichten, die sich aber auch immer danach anhören, als wäre das so ein Fake-Account. So, hallo Dieter, wie war das Angeln dieses Wochenende? Hättest du Donnerstag Zeit? Das frage ich mich dann aber auch, wenn sowas kommt, so, wenn du schon weißt, dass Dieter angeln war, wieso hast du dann nicht seine Handynummer? Das ist so komisch. Ich check das auch nicht. Aber ich muss die jetzt finden. Das war viel zu lustig. Ich suche. Schnell was Überbrückendes einwerfen. Was war die letzte Serie, die ihr geguckt habt? Temptation. Ja? Hast du geguckt? Staffel 4 komplett durch und Staffel 5 sind wir jetzt so Mitte. Oh. Und?
Also 4 fand ich schon deutlich stärker als 5, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Und ist schon geil. Du musst noch Temptation Island VIP gucken, die letzte. 5 wird noch. Ich bin schon an der Stelle, wo ich glaube, dass es geworden ist. Nee. Doch. Nee. Doch. Wenn du Mitte bist, Staffel 5, nee. Ist schon eher Ende. 2 Folgen habe ich noch, 3 mit dem Wiedersehen. Nee. Das Wiedersehen, immer geil. Nee. Wird es noch besser? Temptation Island VIP musst du dir noch angucken, ist wichtig. Okay. Ich weiß halt nicht, ob mich das so langfristig catcht, wenn man wirklich das hintereinander durchgrindet, weil mir ist die erste Staffel schon aufgefallen, so, okay, es ist dann schon immer das Gleiche und du guckst es dann für diese Plot-Twists, die dann ja auch irgendwann immer das Gleiche sind, aber ja, ich weiß noch nicht. Also deswegen, vielleicht wenn du dann immer so die Staffeln aktuell guckst, finde ich es, glaube ich, geiler. Mhm. Oh. Geschafft! Geil. Okay, du hast kaputt gemacht. Unangenehm. Nee, aber es war auf jeden Fall sehr viel Spaß. Am Samstag haben wir sehr viel geguckt und uns dabei mit Wein betrunken. Und das war gut. Das hat Spaß gemacht. Hat jemand sehr von euch gut. die One Piece Real Life Geschichte gesehen? Wie fandet ihr? Ihr seid der große One Piece-ler, das weiß ich. Also ich muss sagen, am Anfang fand ich's ein bisschen befremdlich, weil ich finde, es ist nicht so filmerisch wie manch andere Serien, sondern es hat mich mehr an so ein YouTube-Video am Anfang erinnert, weil es halt auch viele Stellen sehr gestellt sind, so wenn aus einer Tür dann auf einmal alle Marinesoldaten so rausgerannt kommen oder keine Ahnung was. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich es durchgeguckt habe, freue ich mich auf die zweite Staffel. Ich fand es nicht scheiße, ganz im Gegenteil. Ich habe mir Spaß gemacht zu gucken und deswegen definitiv ein Daumen hoch von mir. Fand auch gut. Habe auch geguckt. Ich habe aber auch die ganze Zeit diese eine Szene bei TikTok gezeigt bekommen, wo Zorro sich so rollt und dann sein Schwert so abknickt. Ich habe sogar einen gesehen, der das so gefixt hat irgendwie. Der das so gestört hat, dass er so selber diese Szene rausgekattet hat und dann in seinem Schnittprogramm das so geändert, dass man das nicht mehr sieht. Ich dachte so, es wird ein ähnliches Debakel wie dieser Dragon Ball Film, der mal rausgekommen ist. Der war ja wirklich ganz schrecklich. Also der war wirklich voll Desaster. Habt ihr auf Deutsch oder Englisch geguckt? Deutsch? Ja. Ich habe auf Englisch geguckt. Und er, der Hauptcharakter, also im Englischen wird es ja dann auch Luffy, was ich immer noch sehr befremdlich finde, wenn man in der deutschen Fassung einfach so komplett andere Namen hat, so komplett anders, nicht Ruffy oder Luffy, aber Luffy im Deutschen hört sich so komisch an, es ist oder so einfach Lysop ein sehr Genau, Lysop ist es dann im Deutschen und Usopp. Ja, ist es dann, Usopp, ja. Genau. Und der ist dann, und ich muss sagen, die haben ja dann, die, also die spielen es auch auf Englisch, dementsprechend haben die halt so krasse Akzente manchmal drin und er, der Hauptdarsteller, ist ja irgendwie Brasilien, Spanien? Naja, Brasilianer. Aber das ist auch bedacht, weil Ruffy soll auch Brasilianer sein. Ja, aber ich sag mal, wenn du das sonst kennst, ich habe ja auch Teile auf Englisch geguckt, weil das früher, als es noch guckbar war, habe ich ja auch den Anfang sehr lange mitgeguckt und dann auch Teile auf Englisch und der hat so einen fetten brasilianischen Akzent manchmal, dass der so Wörter und Namen so komisch ausspricht und dann so habe ich immer richtig das Gefühl gehabt, ich merke so, dass er spielt gerade so und einfach diesen ultra happy Character, wie er im Anime ist, nicht so ganz nailed. Die anderen sind auch, glaube ich, leichter zu spielen. Mhm. Ich glaube, in echt so Ruffy zu spielen ist schon hardcore. Schwer, ja. So, ich finde den auch einen guten Pick, aber dieser Akzent im Englischen hat mich so getriggert manchmal. Dieses, keine Ahnung, also es ist irgendwie dieses gerollte R und dann L, was er so aussprechen muss. Da hat es irgendwie immer gehapert. So, das wird dann ganz komisch. So, oder auch so abgehakt, der redet so trocken, wie die ganzen Aachener, die sagen immer nicht, anstatt nicht. So, glaube ich nicht. Nicht. Dann sagen die immer, glaube ich nicht. So, irgendwie, die reden dann immer so hart. So. Und dann, nee, manchmal haben wir das so, aber das ist so ganz komisch. Und der hat das immer, wenn er so Namen gesagt hat, hat er gesagt, oh, Nami! So, und dann war ich so, hä? Du aber warst gerade so akzentfrei und dann, oh, Nami, yes, bla bla. Und ich aber das Geile ist, dass auf der deutschen Synchronfassung ist, dass der Synchronsprecher, der auch im Anime ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich dachte mir auch, ich hätte es in Deutsch gucken müssen, aber ich war dann so drin. Ja. Aber ich glaube, von allen fand ich tatsächlich Sanji am besten, auch wenn er im Anime nicht mein Lieblingscharakter ist. Ich fand den Schauspieler von Sanji am besten. Mhm.
Ich fand, der hat's echt gut gemacht. Ich sag nach wie vor besserer Nami-Pick, einfach nur so generell wäre Annie the Duck gewesen. Die sind wirklich, doch fast identisch aus. Die ist komplett die gleiche Person, einfach in real life. Also das wäre wirklich der Hardcore-beste Body-Pick gewesen jemals für eine Anime-Figur. Obwohl ich finde, sie hat's dann auch ganz gut gemacht. Ich dachte am Anfang nicht so, aber irgendwie war es dann doch, hat mich gecatcht, muss ich sagen. Ja. Aber ja, ich sag auch von dem, das wird ja sehr komprimiert da in den 8 Folgen, was da so abgeht. In ja, weiß man, voll. Wie viele Folgen das sind im Anime eigentlich? Boah, das sind auf jeden Fall einige. Krass. Hm. Weil das war nämlich dann doch schon so, dass ich mir dachte, so Sanji hatte schon die beste Character Development, dass man sehr involviert war. So bei den anderen war es sehr wenig oder super abgekürzt, dass man, wenn man den Anime nicht geguckt hat, gar nicht so eine Charakterbeziehung aufgebaut hat. Aber bei Nami ist man auch eigentlich an die Story sehr nah rangegangen. Mhm. Aber halt auch, weil ja quasi das Staffelfinale auf Namis Story halt beruht. Ja. Aber was ich super süß fand, so ein kleiner Side-Fact bei der Serie war, dass das Intro jedes Mal angepasst wurde, bei jedem Charakter, um den diese Folge ging. Und das fand ich so süß. Also, das war richtig schön. Ich habe auch leider jetzt einen sehr krassen Deep Dive mit One Piece. Also, ich bin aber nur über TikTok drin. Ich gucke ja selber aktiv. Nee, ich weiß alles. Ich kriege nur TikTok One Piece Sachen und ich bleibe immer drauf kleben. Und ich bin, also ich weiß nicht alles. Ich glaube, ich habe so eine Lücke von 500 bis 600 Folgen mittendrin, wo alle mal sagen, das sind die langweiligsten Storystränge. Und ich bin nur ab dem Punkt, wo es spannend geworden ist, rückwirkend dann nochmal durch TikTok sehr reingekehrt worden und sehr im Game jetzt gerade. Mit ganz vielen Verschwörungstheorien, wer was wie ist. Ich sag nichts, aber. Um die 50. Aber Hilfe, oh, da ist ein Hallo. Ich weiß nicht, was passiert. Achso, bitte was, bitte wie? Gärtner höchstwahrscheinlich? Yep. Na klar, das funktioniert wohl. Hi. Hella. So. Oh, da wird gebellt wieder. Warum? Nina, du hast höchstwahrscheinlich gefunden, oder? Nee, ich hab's leider nicht gefunden. Ich glaub's, ich glaube, ich hab's mal gelöscht. Eine Nachricht habe ich noch gefunden, da bin ich gefragt worden, hey Meister, wie sieht's denn gerade finanziell bei dir aus? Und dann habe ich gesagt, und das will wer wissen? Dann hat jemand gesagt, bist du nicht die bessere Hälfte von Ole? Und dann habe ich gesagt, the fuck, wer ist Ole? Ich kenne keinen Ole. Und dann kam so ein Sorry zurück. Kannst mal in die Dings reinschreiben, so Ole konnte leider nicht zum Geburtstag kommen. Vielleicht ich lass immer einen Aber Mensch. Mein einfach Favorite, sagen deshalb, sie ganz schlecht bei uns aus, kannst du uns 1000 Euro überweisen. Das ist meine Hausaufgabe. Ich suche das raus für die nächste Podcast-Folge, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so ein Meme-Gold gelöscht habe. Ich habe morgens um 6 Uhr so eine Nachricht gekriegt. Ich will nicht, mir hat jemand was gesungen. Jemand dachte, ich wäre ein Peter. Boah, das hast du mir, glaube ich, das habe ich dir vorgespielt. Ja, das ist dieser, safe, ja. Und, lol. Das habe ich 100% nicht gelöscht oder ich habe es dann irgendwie weitergeleitet. Kann mir nicht vorstellen, dass ich so ein Gold gelöscht habe, wirklich. Das war wirklich, da habe ich gerade angefangen, hier zu arbeiten. Ja. Da hast du mir das direkt gezeigt. Ja, weil es war da sehr aktuell. Ansonsten, ich kriege wirklich viele Nachrichten, ne? Und viele Leute denken, ich wäre ein Peter. Vielleicht, oh mein Gott, vielleicht bin ich jetzt auch Peter in dem, auf dem Geburtstag. Peter hat es keinem gesagt, ist einfach geflüchtet. Mach einfach dann wirklich so, ja, es war wirklich sehr schön. Hat mich gefreut, endlich mal wieder dabei zu sein. LG Peter. Nee, ohne Namen. Vielleicht erwähnt ja jemand meinen Namen dann. Vielleicht wird man ja namentlich. Aber die sehen doch deinen WhatsApp-Namen dann. Kann ich ausstellen. Ich glaube, mein Bild siehst du nur, wenn du mich eingespeichert hast. Also wenn du meine Nummer den Namen kannst du auch hast. Aber die haben deine Nummer ja eingespeichert. Ja, die haben deine Nummer eingespeichert. Aber das wenn heißt, du, aber du musst alle. Den auch eingespeichert haben. Sonst nicht. Dann sehen die nichts, ja. Dann muss ich mein Profilbild mal rausnehmen. Ja. Und keins reinmachen. Spannende Entwicklung, spannende Geschichten. Aber bevor wir es, glaube ich, noch weiterziehen, sage ich jetzt erstmal Tschüssel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederschauen. Und hören. Ach ja.